Hallo Herr Pence, Parasocial Andy, wie geht's? Let's go. English. Begin game. Nein, begin nicht game. Stupido. Nee, nicht ausmachen. Egal. Ich check den noch nicht so ganz, wie der funktioniert. Man sieht kaum was. Oh, hallo, schon so viele. Hallo Stabilo, hallo Azrael. Schwabbeliger Parasocial Andy. Hallo Philipp, hallo Tyler, hallo Jacques. Ich habe vergessen, ich muss noch die Region einstellen. Wir haben hier einen neuen, wunderschönen, blauen Käsebrett. 2DS, Oldschool aus Amerika. Hat nur, wie lange hat es jetzt gedauert? 2 Wochen? Nee, länger, oder? Okay, was fehlt mir? Mir fehlt Modern. Modern, Modern, Modern. Modern, nur in Amerika. Can't be selected. Bermuda. Machen wir Bermuda, oder? Weil es cool ist. Bermuda. Jetzt eigentlich zur Gamescom dieses Jahr. Ich würde so gern, wirklich. Aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Ich komme da gerade von dem Summer Breeze. Und die Flüge sind so unfassbar teuer. Aber es ist halt nicht genau noch Summer Breeze, sondern ich müsste dann noch warten. Das heißt, ich müsste noch länger nicht streamen, keine Videos machen können. Es ist einfach immer... Es kommt immer irgendwann, wenn Summer Breeze und Gamescom nicht direkt nacheinander fallen, bin ich sofort auf der Gamescom. Aber irgendwie, glaube ich, wird das nie passieren, oder? Where is it? Wo ist es? Hier? Hier? Was haben wir? Bermuda. Bermuda, geil. Holen wir uns ein Vivillon aus Bermuda. Aus dem Bermuda-Dreieck hier. Yeah. Hallo Ryu. Hallo Scarlight. Heute große Shiny Luck gehabt. In einem Fogita Outbreak 3 Shinies bekommen. In einem. In 30 Minuten 3 Shinies. GG. Wo? Was ist aus Shiny Hunting geworden? Warum wird mir dauernd irgendwelche News angezeigt hier? Und ich habe auch einen japanischen DS. Heute, in diesem Stream, machen wir Generation 6 komplett fertig. Vielleicht nicht komplett. Denn wer hätte es gedacht, das Nervigste ist, ich weiß nicht, wo ich ein Metagross herbekomme für den Metagross-Stein, Metagross-Zenit. Denn das Tunnel habe ich anscheinend schon abgeholt und in XY gibt es kein Tunnel. Summer Breeze muss ich mein Ticket verkaufen, muss in dem Zeitraum 2 Wochen dienstlich nach Norwegen. Aber Norwegen ist auch schön. Ich war bisher in Schweden und Finnland. Wie viel hast du bezahlt dafür? Lass es mich unter 100. Ich glaube, der Englische war 90 und der Japanische war 80. Der japanische, ey, wie schön sind 3DS? Der ist so schön, der liegt so gut in der Hand. Was ist mit diesem Kack 3DS, diesen neuen? Plastik wackelt rum und was nicht alles. Ey, so ein 3DS, den kannst du, damit kannst du neue Menschen umbringen mit. In einem Videospiel. So ein schöner DS. Das ist echt günstig. Schon, oder? Aber es sind ja alte Dinge. Es sind alte DS. Nicht neu, gebraucht. Der japanische ist so gut im Stand. Also was ist mit dem los?
Und da war ein kleiner Brief dabei mit so einem Bild von einer japanischen Familie. Also der Typ quasi, der den mir geschickt hat, mit seiner Frau und seinem Kind. Und da dazugelegt war so ein kleiner Kranich, den er gefaltet hat. Voll der Service, ey. Richtig, richtig gut. Viel Erfolg, Ryu. So, nennen wir uns natürlich Leo. Deswegen machen wir doch den Dreck hier. Aber dieses Käsebrett, das dachte ich mir, hole ich mir, weil es so legendär aussieht. Aber so ein Käsebrett, ey, was ist das? Den werde ich nie wieder spielen, wahrscheinlich, außer jetzt für zwei Videos. Hallo Thomas der Weise. Wirklich süß, oder? Ja. Hallo JJ. Wobei, nee, nicht JJ. Der Jacques. Wie geht's dir? Mein Kopf bringt mich um. Meine Nebenhöhlenentzündung hört nicht auf und mein Kopf explodiert. What we gotta do, what we gotta do. Ich habe dieselbe Farbe, blau. Blau, rot, grün gibt's, oder? Für die drei Starter. Ich mag das Käsebrett. Aber nicht, wenn du sowas zu Hause liegen hast. Come on. Hallo Fabian. Hallo Bisalina. Ich brauche kein Schnittloch. Nein, nein, nein. Ich brauche ein ergonomischeres Design. Nee, das war der einzige, der auf DK Oldies überhaupt zu kaufen war. Die Geräte kamen an, ja. Und ich würde so gern diesen 3DS modden, weil ich finde den so viel geiler. Aber ich weiß nicht, ob ich Bock habe, noch ein DS modden zu lassen. Aber inzwischen wird ja auch ein bisschen moderner gemoddet. Da wird USB-C reingemoddet und dann kannst du darüber das Signal bekommen und Strom. Dave, du bist ein Lauchzelot. Später entwickeln wir alle VVJs und drücken die Daumen, dass ich auch wirklich alle habe. Capture Card, ja. Das meine ich damit, eine Capture Card reinzumachen, dass ich nicht das hier machen muss. Und zwei DS, zwei 3DS zu haben, die streambar sind, um eine Doppelhand zu machen, ist schon geil für Giratina. Gen 6, Gen 7, was ich ja noch machen will. Aber ich weiß nicht, ob es mir wert ist. Du suchst nach Sonnenkern in BDSP. Ist es da ein Ausbruch? Wie kriegt man Sonnenkern in BDSP? Hallo Wood. Ich habe die Pummel noch nicht entwickelt. Das machen wir gemeinsam, wenn ich alle habe. Was? Auf Englisch heißt es anders? Little L. Das ist logisch. Das Radar gibt Sonnenkern. Sonnenkern ist auch in Karmesin und Purpur sehr nervig zu shinieren. Ich habe das gebreedet. In einem kleinen Teil unter Flori. Hallo Megumina. Die Käseecke ist auf Dauer nicht geil zu spielen. Ergonomisch ist das nicht so der Hit. Aber man kann es schön gerade hinlegen und ich kann euch beide Screens zeigen. Von oben perfekt. 90 Grad im Lot nach unten. Das ist ganz geil. Du spielst es eigentlich auf Englisch? Es gab nur Englisch, Spanisch, Portugiesisch und noch irgendwas. Es gab kein Deutsch zum Auswählen. Soll ich es nochmal checken? Wir checken es beim zweiten Mal. Ich muss es ja eh zweimal machen. Da stand German. Stand da wirklich German?
Ey, wenn ich jetzt neu starte und da steht nicht German, dann schuldet ihr mir alle was. Okay? Wie startet man neu mit diesem Käsebrett? Deine sind deutsch. Du saßt aber auch nicht dabei und hast ihm über die Schulter geguckt. Hey, da ist German. Oh, die Systemsprache vom DS hatte ich im Kopf. Die Systemsprache vom DS, daran habe ich gedacht. Die ist nur Englisch, Spanisch, Portugiesisch. Hey, ist sehr gut, dass es mir noch aufgefallen ist. Nee, vielen Dank. Ich habe es mir vorhin kurz gedacht, da dachte ich mir, nee, geht ja nicht. Aber ich habe an die Systemsprache gedacht, ich habe es durcheinander gebracht. Jetzt schuldest du uns was? Ich bin hier. Danke für dein wunderschönes Patreon-Video, Mariko. War es so wunderschön? Irgendwie mögt ihr die Videos am liebsten, wo ich einfach über mein Leben erzähle. Warum? Ich könnte wahrscheinlich Videos machen, wo ich wasserdichte Anleitungen gebe, wie man in 10 Minuten 1000 Euro verdient und ihr würdet trotzdem lieber hören, wie ich krank bin. Wo ist die Taste da? Wie hast du Hooper bekommen? Das hat mir ein netter Mensch getauscht. Anders kannst du sie nicht bekommen. Einmal Hawk Tour, Bitty Bitty. Nein. Hab heute in Kapu die komplette Pikachu-Reihe mit Geschlechterunterschieden und Alola-Form in Shiny bekommen und das innerhalb von 3 Sandwichen. Sehr, sehr gut. Ich würde ja sagen, das überrascht mich, aber das tut es nicht. Ich habe meinen Reitschuh in 5 Minuten bekommen. Du machst das wie in einem alten Video von Hob, einfach Zähne putzen? Ernsthaft? Hat Hob ein Video gemacht, wie einfach nur Zähne putzt? Aber es passt auch zu ihm. Das könnte ich nie machen. Ich habe einmal zufällig den Stream erwischt, wo er stockbesoffen online gegangen ist. Und dann war es einfach nur 20 Minuten, wie er stockbesoffen in eine Webcam reinlabert. Und das war so lustig. Aber das wird hier nie passieren, natürlich. Du hoffst, das Gimmigool-Event gönnt dieses Mal. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Von welchem Hop reden wir gerade? Ich schätze von The Happy Hop. Hallo Levin. Ich fand das Video richtig spannend, auch das mit der Wohnung, mit dem Security und mit dem No Pets. Ich kann da nicht aufhören, dran zu denken. Wir waren gestern für alle nochmal grob. Ich habe auf Patreon gestern ein Video hochgeladen über den ganzen Prozess des Wohnungsfinden und des Krankseins dabei und so. Samstag, shit. Und dann haben wir gestern war der offizielle Einzugstermin. Wir ziehen erst in 2 Wochen ein, aber gestern haben wir quasi die Schlüssel bekommen und waren dort und haben alles nochmal angeschaut. Wir hätten alles viel genauer nochmal anschauen sollen. Weil dann, als der Makler weg war, haben wir eine Tür nicht aufgekriegt und wir wissen nicht, wie wir die aufkriegen. Die andere Tür geht nicht gescheit zu. Da ist was kaputt und so, aber egal. Und als wir angekommen sind, also das Grundstück, die Gated Community hat einen riesigen Security-Bereich, also ein fettes Tor und ein kleines Häuschen, wo immer jemand drin ist, 24/7, 356 Tage, 65 Tage. Und die sind sofort zum Auto gekommen und gesagt, was machen Sie hier? Und ich gesagt, ja, wir sind die neuen Tenants, wir sind die neuen Mieter. Wir ziehen heute ein. Und das Erste, was er gesagt hat, war, no pets! Ich habe auch irgendwas dann so zwischendrin, zwischen Gesprächen gehört, so,
Du weißt doch, was letztens passiert ist. Also, das hat sich so schlimm angehört im Sinne von, dass jemand einen Hund hat und der Hund hat jemanden angefallen oder sowas. So von dem Level schlimm hat sich das angehört. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht finde ich es irgendwann raus, was passiert ist. Und dann auch danach, als wir wieder zu dem Häuschen hingegangen sind, um zu klären, wie man das Tor aufmacht, wie das der Code und alles funktioniert, hat er auch gesagt, zum Makler und zu uns nochmal. Aber wirklich, ne? No pets! Und mein Makler, den nur ignoriert, mein Makler, unser Makler, das ist nicht, also der Makler, nicht unser Makler. Dem habe ich dann auch schon noch gesagt, so, ne, du weißt, wir haben Tiere, ne? Ja. Aber es sind keine Pets. Deswegen, wenn der wird sicher auch das nächste Mal, wenn ich da reinkomme und immer, wenn ich da bin, da sagen, no Pets! Und ich so, chill, Alter, siehst du, wie ich hier Pets hab? Ja, das wird nervig, dass ich einfach, weil ich bin sowieso allgemein so ein unsicherer, ängstlicher Mensch und die ganze Zeit zwei Tiere verstecken zu müssen, ist halt nervig. Aber da gehe ich auf die Barrikaden, wenn irgendjemand sagt, ich darf die nicht haben. Im Vertrag steht drin, dass wir sie jetzt haben dürfen. In der Hausordnung steht nur drin, man darf keinen Hund haben und kein Tier, das stört. Was für mich bedeutet Lärmbelästigung natürlich. Und eine Schlange und eine Eidechse können keine Geräusche machen und gar nichts. Wir sind nicht safe, weil die Hausordnung steht über allem. Wenn wir die Hausordnung verletzen, hat der Vermieter das Recht, uns rauszuschmeißen. Vor allem, das habe ich ja schon mal gesagt, hier auch erzählt, in Irland ist das Gesetz, dass die ersten 6 Monate hat der Vermieter immer das Recht, dich aus der Wohnung zu schmeißen, ohne Grund. Das heißt, wenn unser Vermieter angepisst davon ist, dass dauernd irgendwie Nachbarn anrufen oder so, oh, ich habe Angst, dass die Schlange von dem Leo's Mind mich beißt, dann kann er die ersten 6 Monate ohne Grund sagen, ich habe keinen Bock auf den Stress. Deswegen ist schon nervig. Ja, wir haben halt ausgemacht, ihr dürft die haben, aber ihr müsst halt die Hausordnung befolgen. Und für uns ist die Definition der Hausordnung, habt keine Tiere, die anderen Nachbarn nerven. Und unsere Tiere nerven niemanden. Also, und zwischen den Zeilen halt, so, ihr dürft die Tiere haben, aber ihr müsst sie halt verstecken. Also kein Nachbar sollte mitkriegen, dass wir sie haben. Aber, ja, es wird alles gut sein. Aber es ist halt so dumm. So, ich würde die alle gerne einfach packen und schütteln. Also wache auf. Wache aus der Matrix auf. Was denkst du, wie das Leben funktioniert? Wie keine Pets. Du hast gar nichts zu sagen. Aber wie wollen die das rausbekommen? Du gehst mit der Schlange doch nicht Gassi. Unsere Wohnung ist im Erdgeschoss. Und wenn jemand Bock hat, sich einfach vor unsere Wohnung zu stellen und reinzugucken, dann wird die Person die Terrarien sehen. Das haben wir auch gesagt unserem Landlord, so, yo, wir können nicht garantieren, dass wir die verstecken können, weil die Wohnung ist im Erdgeschoss. Jeder kann hier reingucken, wenn man so asozial ist und sich vors Fenster stellt und reinguckt. Deswegen war mir das wichtig, zu sagen, so, wir können die nicht verstecken, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir im Recht sind. Gardinen? Ah, okay. Ich darf nie wieder Sonne erleben. Okay. Ich werde nie wieder Sonne sehen, aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben 3 Balkone. Quasi Terrassen, 3 Stück. Ihr solltet Patreon werden, da habe ich gestern die Bilder von der Wohnung gezeigt. Pay to win. Wenn euch das tatsächlich interessiert. Deswegen habe ich das mit nachts gesagt. No pets! Genau. Steht in der Nacht so vorm Fenster. No Pets. Vor allem in der Nacht, ne? Innen drin hell, außen dunkel. Ja, wenn du nur ansatzweise in unsere Wohnung guckst, siehst du, dass da 2 hell erleuchtete Terrarien sind. Aber deswegen steht ja in der Hausordnung Dogs und Tiere, die nerven. Annoyance. Und Annoyance ist subjektiv. Aber da werde ich nicht klein beigeben, dass meine Tiere nerven. Die nerven nämlich sicher nicht. Lustig wird's dann, wenn auf einmal
Nachbar sagt, da ist eine Schlange durch meine Toilette gekommen und hat mir in den Poppes gebissen. Das war bestimmt ihre Schlange. Wir sind nicht in Australien, das passiert hier nicht. Aber wenn jemand Angst vor einer Schlange hat, dann sollte die Person mehr Angst vor einer normalen Schlange haben als vor meiner, weil meine ist eingesperrt. Del Prani, meine liebe Prani, vielen, vielen Dank für dein Tier 3 Sub. Vielen Dank. Gibt es so transparente Gardinen, die man nur von außen, wo man von außen nicht durchschauen kann? Was mit Milchglasfolie? Was habt ihr für Ideen? Ich werde doch nicht irgendwie meine Wohnung jetzt mit irgendwas zuhängen, dass man nicht reinschauen kann. Ich bin im Recht. Ich darf Tiere haben, die niemanden nerven. Wer genervt ist von meinen Tieren, ist selber schuld. Keiner kann genervt sein von meinen Tieren. Danke für die Wohnungstour. Tour? Gerne. Ich hätte nicht gedacht, dass euch das so interessiert. Mariko, du bist ein Nidorina. Kannst ja nicht nackt in der Wohnung rumlaufen. Doch, wenn ich die Gardinen zuziehe. Ihr redet davon, eine durchgehende Lösung zu finden, dass niemand jemals in die Wohnung gucken kann. Das sehe ich doch nicht ein. Nicht mal neue Gardinen würde ich machen, weil dann muss ich die alten Gardinen irgendwo aufbewahren. Das ist Platzverschwendung. Ist alles okay. Keiner wird in unsere Wohnung reinlunzen. Außer die Security mit dem Fernglas schreiend, anrufend. So durchs Telefon. No pets! So, ja. I can't pet my snake. Da kommt Licht durch. Die sind aus Weitmaschinengewebe. Aber wenn Licht durchkommt, dann kommen auch Blicke durch. Es ist aber lustig, dass im Deutschen heißt es Haustier. Ein Tier, das im Haus gehalten wird. Auf Englisch heißt es Pet, weil man es petten kann. Da bin ich im Englischen auf der richtigen Seite, weil Eidechsen oder Reptilien kann man allgemein gesagt, im Grunde kann man die nicht streicheln. Also man kann sie streicheln, aber es bringt nichts. Die empfinden das nicht als schön. Wie funktioniert das mit den verschiedenen Vivian-Formen? Ist das Zufall? Nein, die Form ist basierend auf der Region, die an deinem DS eingestellt ist. Deswegen habe ich extra einen japanischen DS und einen amerikanischen DS gekauft. Denn der europäische DS kann 3 Regionen nicht auswählen. Deswegen, um wirklich alle Vivian-Formen zu haben, brauchst du europäisch, japanisch und amerikanischen DS. Und die sind heute angekommen. Weswegen ich hier gerade 2 amerikanische hole und dann später hier einen japanischen. Also wäre Füchse auch legit, weil sie kein Pet sind. Naja, aber sie haben ein Pelt. Natürlich würden Füchse nicht gehen. Ich will aber nicht Vollgott und außerdem habe ich noch gar kein Vivian. Ich will das mit dem Tauschen nicht machen, das ist ein viel zu aufwendiger Prozess. Ich finde, das ist aufwendiger. Beziehungsweise, Moment, ich muss es eh machen, du hast vollkommen recht. Ich muss es eh machen, weil ich Bank nicht benutzen kann. Aber ich gehe sowieso immer bis zum Ende. Wobei, aber dann muss ich nicht gegen die kämpfen. Okay, okay, du hast recht. Okay, du hast recht. Vollgott! Und andere, die es wahrscheinlich schon gesagt haben, da ist es. Letztens hatte ich 3 Weibchen hintereinander. Weibchen. Ist dir aufgefallen, dass der Wald, in dem du bist, aufgebaut ist wie der Vertania-Wald? Sag bloß. Aber warum ist das so? Du hast auch so Gardinen. Ich meine, alles ist gut. Ich sage ja, es wird alles kein Problem sein,
Es ist nur mein Kopf, der wieder sagt, ach, jetzt möchte ich die ganze Zeit daran denken, dass niemand rausfindet, dass wir Tiere haben. Das mit dem Meer ist halt einfach ultra. Ja, mal gucken. Das mit dem Meer kann auch bedeuten, dass bei einem Sturm unsere Wohnung unter Wasser steht und, also weiß ich nicht, oder unser Keller oder das Wind ultra laut ist. Meer ist nicht nur schön, Meer ist auch Gewalt. Ich habe das auch extra mit dem Makler besprochen und die haben das abgesegnet. Nee, der Wortlaut ist, habe ich ja gesagt, der Wortlaut ist, wir dürfen unsere beiden Reptilien haben, aber müssen die Hausordnung einhalten. Und die Hausordnung ist halt Interpretation. Wenn jemand Angst hat vor Schlangen und weiß, dass nebenan eine Schlange wohnt, könnte die Person sagen, das ist eine Annoyance und dann können sie sich beschweren. Aber es bin nur wieder ich, der alle möglichen Instanzen überlegt und Angst hat davor. Kommen wir vom Meer auch Bilder auf Patreon? Nein, weil wenn ich euch das zeige, könntet ihr wissen, wo ich wohne. Nicht, dass ich euch nicht vertraue, aber ich vertraue euch nicht. Nicht, dass irgendwelche bösen Leute auf Patreon mir Geld geben, das wäre ziemlich dumm. Aber ich bin schon allgemein nicht so auf Security. Aber so offensichtliche Sachen werde ich nicht tun. Ist sowieso schon übertrieben, dass ich euch die Wohnung zeige. Fehlt nur noch Sigard-Form. Ich hab die Sigard. Ich hab Sigard. Die drei Sigards da unten sind Gen 7. Also wenn man Freundin wirst, dann erlebt eine Schlange, will sie so schnell wie möglich aussehen. Schau. Und dann ist halt die Sache. Wenn so jemand wirklich da lebt, neben uns oder sonst irgendwo und wirklich panisch ist und erfährt, da ist eine Schlange, die Person hat irgendeine Macht, hat irgendwie ein hohes Ansehen in dieser Community, dann kann unser Landlord einfach sagen, okay, ihr habt euch nicht an die Hausordnung gehalten, jemand hat Angst vor euch, ihr konntet die Schlange nicht verstecken oder was auch immer und ihr seid raus. Die Macht hat er. Deswegen, wir sind nicht auf der sicheren Seite. Die sichere Seite wäre, dass die Hausordnung wegen uns angepasst wird. Aber so oder so sind wir ja 6 Monate nicht auf der sicheren Seite. Hedgoodman. Dankeschön für deinen allerersten Sub. Männchen. Hast die Wohnung noch immer nicht? Doch. Kommt einfach rein aus dem Nix und schnappt ein paar Worte aus und macht direkt Stress, der Lurky. Hallo. So, wie geht das jetzt? Also ich kann jetzt einfach speichern. 160 Streams hat Angel am Stück angeschaut. Okay, ich starte mal den. Wir machen das jetzt so, dass ich dich nehme und hier hinpacke. Und wunderschön, oder? Dann sollte hier eigentlich ein Bild zu sehen sein. Hey. Dann gehen wir hier in X. X auf X ist, sollte ja, geht ja, oder? Weil es sind ja zwei verschiedene Spiele.
Montaigne, Dankeschön für 56 Monate. Ganz schön viele Monate schon. Dezent. Dezent viele, ja. Oh, es wird ja direkt angezeigt hier unten. Leo, Irland. Hi, wie geht's? Ist unlogisch, ne? Weil ich bin ja hier eigentlich in Bermuda. Unglaublich. WLAN? Ja. Hier unten auch? Ich brauche noch nicht mal WLAN. Stimmt. Und jetzt? Passanten. Tausch. Ja. 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 Moment, habe ich überhaupt was zum Hergeben? Kann ich in meine Box? Wie will man in Y mittlerweile Entwicklungen per Tausch entwickeln, da die Server dicht sind? Du musst dich mit jemandem treffen oder 2DS haben, so wie ich das hier gerade tatsächlich mache. Ich habe 2DS nebeneinander liegen und jetzt tausche ich zwischen X und Y oder X und X. Übers Internet geht nicht mehr. So, ich kann hier Pummel auswählen. Pummel, Pummel, Pummel. Anbieten. Und dann... wir hier zum Beispiel ein Irbis und das tausche ich einfach rüber. Das ist ja wundervoll. Wegen der Musik im Video. Ja, Animal, die gute Animal Crossing Musik im Hintergrund. Okay. Das sollte das moderne Purmel sein. Und das andere aus Amerika ist Savannah. Savannah. Was entwickelt sich hier was? Oh, Purmel entwickelt sich. Ach stimmt, das ist auch eine Tauschentwicklung. Vielleicht machen wir nicht Pumpchen, Irbis. Pumpchen, Irbis, Pumpchen. Ich habe Baby und Eier getauscht, um dann auch immer dieselbe OT zu haben. Achso, ja, das hat am Freitag auch jemand gesagt, dass die das machen, um immer die gleiche OT-Nummer zu haben, ja. Aber das kümmert mich nicht. Also deswegen, ich mache das nicht. Das ist mir egal. Es ist, finde ich, eher logischer, dass sie alle unterschiedliche OTs haben. Und hier ist jetzt ein... Das seht ihr nicht. Hier ist das Pummel. Okay, dann heißt, ich kann hier einfach jetzt dich resetten. Was nicht geht. Warum kann ich nicht resetten? RL... Start Select. Ich kann nicht resetten, wenn ich in dem Tauschbildschirm bin. Okay. Dann jetzt aber. Jetzt geht's. Okay.
Wundervoll. Dann nochmal. Halt, ich muss raus. Also mit 2DS geht es echt einfacher, weil man die nicht die ganze Zeit Bank benutzen muss. Weil ich muss halt auch ständig die Region wieder zurück auf Irland wechseln, um Bank überhaupt benutzen zu können. Das muss ich jetzt hier alles nicht machen. Welche Region brauchen wir jetzt? Savannah. Zum Beispiel Paraguay, Peru, Uruguay. Immer Peru. Peru. Easy. Hat ja nur 100 Euro gekostet. Das sind wenigstens 2 Vivios für 100 Euro. Das japanische ist ein einziges für 100 Euro. Hallo Black Obito, ich versuche seit Wochen ein Shining Nidoran weiblichen Pokémon Kristall VC zu züchten. Uiuiuiuiui. Bist du des Wahnsinns? Dafür nutze ich ein weibliches Nidoran und ein Shiny Ditto, aber ich bekomme nur männliche Shiny Nidoran. Mache ich irgendwas falsch? Ja. Du hast ein weibliches Nidoran. Was glaubst du denn, könntest du ändern an dieser Taktik, um genau das Gegenteil zu bekommen? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht 100% sicher. Aber ich würde mal ausprobieren, ein männliches Nidoran zu nehmen. Also Nidoran kann ich mal, lass mich kurz das machen hier. Das ist kompliziert, eine Taste zu drücken. Ich weiß es nicht, aber ich würde mal ausprobieren, ein männliches Nidoran zu nehmen, oder? Wenn du die ganze Zeit das gleiche Ergebnis hast und du willst das umgekehrte Ergebnis, wie wär's, wenn du alles umgekehrt machst? Kann man weibliche Shinies in Gen 2 überhaupt bekommen? Das ist jetzt alles nur aus meinem Kopf raus. Und ich hab's auf Englisch gemacht. Fuck. Das habe ich mir auch schon überlegt. Hey. Man kann keine weiblichen Starter kriegen in Shiny in Gen 2. Weil da die Wahrscheinlichkeit 12,5% zu 87,5% ist. Und da die Shininess in Gen 2 bestimmt wird durch EVs und das Geschlecht auch bestimmt wird durch EVs oder IVs, kann das nicht übereinstimmen und kein Shiny kann ein weiblicher Starter sein. Das ist aber nur bei den Startern so, glaube ich. Weil ein Nidoran ist 50-50. Wenn man Nidoran, egal welches, männlich oder weiblich, züchtet, kommt zu 50% jeweils ein anderes Geschlecht raus. Was aber lustig ist, wusstet ihr das? Ich weiß nicht, ob schon in Gen 2 so war, wir testen das, wir schauen mal kurz. Wusstet ihr, dass Nidoran weiblich und männlich kann man züchten. Nidorino kann man auch züchten. Aber Nidorina und Nidoqueen können nicht züchten. Die können keine Eier geben. Du musst immer das Männchen nehmen. So seltsam. Warum? Was aber nicht schlimm ist, weil du kannst einfach Nidoking nehmen und Nidoking legt männliche und weibliche Nidorinas, also Nidorans. 50-50. Und ich glaube, das war in Gen 2 auch schon so. Also das mit dem nicht brüten können ist in Gen 2 schon so, aber ob die 50% auch die Eier legen, war glaube ich auch in Gen 2 schon so, aber weiß ich nicht. Und so wie Shiny Breeding funktioniert in Gen 2,
musst du zumindest ohne Ditto, deswegen du nimmst ein Ditto, da weiß ich es nicht so genau, kommt immer nur, also wenn du mit einem Shiny züchtest, kommt wegen diesen EVs auch immer zu einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Shiny raus. Mit Ditto ist es am besten, weil wenn man nicht mit Ditto das macht, kommt immer das Gegenteil, kann nur das gegenteilige Geschlecht vom Pokémon, vom Shiny, Shiny sein. Also wenn du mit einem Shiny Gyarados männlich anfängst und du züchtest mit was Weiblichem, was mit Gyarados züchten kann, dann können nur Weibchen Shiny sein, weil es das Gegenteil von Gyarados ist. Und wenn du dann mit dem Weibchen züchtest, können nur Männchen Shiny sein. Das sollte aber durch Ditto aufgehoben sein, weil Ditto eben neutral ist. Kann aber sein, dass ich das nicht weiß und bei Ditto ist es genauso. Oder dass es mit Nidoran speziell ist, weil Nidoran männlich und weiblich quasi schon im Pokédex-Eintrag hat. Auf jeden Fall natürlich, probier einfach aus, nimm Nidoran männlich. Wenn es schon dreimal mit Nidoran weiblich nicht geklappt hat, warum probierst du es dann noch weiter? Wenn es sowieso egal ist. Also im schlimmsten Fall ist es egal. Und du hast einfach Pech gehabt, mach einfach weiter. Und im besten Fall, ich hätte sofort gewechselt. Ich hätte nach dem ersten gewechselt, weil ich mir gedacht hätte, Moment mal. Im schlimmsten Fall hast du einfach nur Pech und es wird irgendwann klappen. Und im besten Fall geht's halt nur so rum. Aber Nidoran weiblich ist doch dasselbe Mon wie Nidoran männlich, oder nicht? Nö. Das sind zwei verschiedene Pokémon. Bisaflor männlich und Bisaflor weiblich sind das gleiche Pokémon. Mit einer unterschiedlichen Form. Aber Nidoran weiblich und Nidoran männlich sind zwei verschiedene Pokémon. Guck in den Pokédex. Die Wahrscheinlichkeit ist 50-50, dass ein weibliches rauskommt. Habe ich doch gesagt, ja. Ich habe nichts anderes gesagt. Was meinst du? Die Wahrscheinlichkeit, dass Männchen oder Weibchen rauskommt, ist 50-50. Korrekt. Aber ich habe davon geredet, die Wahrscheinlichkeit, dass eins Shiny ist, ist nur bei dem gegenteiligen Geschlecht der Fall. Aber guck dir doch einfach Videos an, Tutorials über wie man mit Ditto züchtet. Da wird es erklärt. Aber, also wenn du mir nicht glaubst. Weil du musst mir nicht glauben, weil ich mit Ditto bin ich mir nicht sicher. Wenn du nicht mit Ditto brüten würdest, kann ich dir sagen, männliches Nidoran kann nur weibliche Nidorans Shiny machen. Weil es immer das gegenteilige Geschlecht ist, was Shiny werden kann. Brüten in Gen 2 ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Es ist nicht so kompliziert. Ich habe es dir ja gerade relativ schnell erklärt. Nur das gegenteilige Geschlecht kann Shiny sein. Wenn du mit Gyarados anfängst. Männliches Gyarados bedeutet, du bekommst ein Shiny Weibchen. Weibliches Gyarados würde bedeuten, du bekommst ein männliches Shiny. Hallo Daniela. Aber die Mon aus dem Ort-Eck kann man nicht übertragen, oder? Wegen dem Egg-Move. Ja, aber schon mal überlegt, den Egg-Move einfach zu verlernen. Du meinst, Irrschlag. Irrschlag ist ein Move, der nicht mehr existiert und muss verlernt werden, um das Pokémon auf Gen 7 zu übertragen. Zum Glück gibt es in Gen 2 den Attackenverlerner. In Ebenholz City, glaube ich. Doch. Nämlich das Nervige, man muss nicht weit spielen für das Odd Egg. Aber um es dann übertragen zu können, musst du es quasi durchspielen. Also musst du zumindest bis zur Drachenarena, zur letzten Arena gehen. Weil du da Irrschlag verlernen musst. Also Nidoran weiblich gibt es in Shinies. Das einzige weibliche Pokémon, was Shiny sein kann in Gen 2.
Ja. Wie meinst du was? Sagst du oder weißt du, dass allgemein Weibchen nicht shiny sein können? Weil es stimmt nicht. Nur Starter nicht. Beziehungsweise Pokémon nicht, die so eine extrem seltene Wahrscheinlichkeit haben, weiblich zu sein. War eben die Diskussion, oder nicht? Nö. Ich hab's anscheinend nicht gut erklärt. Du hast gerade es so beschrieben, als ob normalerweise Weibchen nicht shiny sein könnten und nur Nidoran weiblich kann shiny sein. Stimmt aber nicht. Alle Pokémon können in weiblich shiny sein, außer die extrem seltenen, wie Starter. Ich habe eine fette Übersicht gebaut. Aber ich glaube, die war mal auf. Die ist irgendwo auf Discord, aber ich glaube, sie ist nicht in einem Kanal speziell drin. Ich habe eine Übersicht gebaut, die erklärt, wie man in Gen 2 brütet. Ohne Ditto. Also versuche ich jetzt mit einem Shiny Nidoran männlich und einem Non-Shiny weibliches Nidoran. Hä, warum? Du hast doch ein Ditto. Ditto ist das Ultimative, weil mit Ditto musst du nicht aufs Geschlecht aufpassen. Ja, Nidoqueen ist echt ein hässliches Shiny. Bei dem Verhältnis 1 zu 7 können die Weibchen nicht shiny sein, genau. Weil Shininess definiert ist durch IVs. Black Obito, du hast Shinies bekommen, die alle weiblich sind. Und du willst das Männchen. Nee, du hast das Männchen bekommen und du willst das Weibchen. Also brüte nicht mit einem weiblichen Nidoran, sondern mit einem männlichen Nidoran. Fertig. Männliches Nidoran und Ditto. Fertig. Warum Relaxo? Relaxo ist doch 50-50, oder? Fossilien sind hauptsächlich männlich. Relaxo? Echt? Relaxo ist 1 zu 7? Ich hab mich gerade gefragt, warum ist es dann bei den Chronikbäumen kein Problem? Aber ja, es ist kein Problem, weil man immer resetten kann. Aber ja, Relaxo ist auch 1 zu 7, stimmt. Wer hat das jetzt, was ich erklärt habe, nicht verstanden und möchte, dass ich das nochmal genauer erkläre mit der Übersicht, die ich gebaut habe? Weil es ist ein sehr interessantes Thema mit Gen 2 Breeding. Aber ich versuche es nicht nochmal, wenn es keinen interessiert. Ihr müsst es wie ein Stammbaum anschauen. Aber du machst es mit Ditto. Mit Ditto ist es eigentlich, soweit ich weiß, egal. Aber ändere es halt trotzdem. Mach halt einen Nidoran männlich anstatt Weibchen. Ist das Quaffaff on shiny, eher hunten oder breeden? Wenn es dir um Wahrscheinlichkeit geht, dass du einfach so schnell es geht ein Shiny haben möchtest, dann solltest du immer breeden. Wenn es geht. Außer in Karmesin und Purpur, da oder in Legends Arceus, wo es nicht geht. In Karmesin und Purpur ist es immer schneller, nicht zu breeden. Aber in allen anderen Spielen solltest du immer breeden, wenn es dir nur darum geht, so schnell wie möglich das Pokémon zu bekommen. Außer die Starter. Warum außer die Starter? Starter kannst du auch breeden. Achso, in.
Hä, warum? Ach so, weil die nicht in der Wildnis rumlaufen, ja. Ist doch logisch. Was es nicht gibt, kann man nicht breeden. Kann man nicht fangen. Schon cool gesehen, wilde Krokel zu sehen. Ja, aber es gab noch nie die wilden Pokémon im Freien. Zumindest neue. Was rede ich da? Es gab noch nie Starter einfach so im Freien von der Gen. Außer in Legends Arceus. Aber das waren ja keine neuen Starter. In BDSP. Da sieht man, wie kacke BDSP ist. Fällt einfach aus der Reihe. Okay, und da ist schon das Pummel. Dann tauschen wir wieder. Jetzt bin ich unter Bekannte. Weil ich schon einmal getauscht habe. Bekannte. Tauschen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein Shiny Regieleki zu bekommen in Schwert und Schild? 1 zu 4000. Steht alles im Discord. Unter Chancen ist jedes Spiel aufgelistet seit der Switch. Und wie hoch welches Pokémon welche Wahrscheinlichkeit hat. Falls du es schwarz auf weiß sehen möchtest. In XY, wenn du die richtige Kontakt-Safari hast, kannst du die Weit-Mittel-Entwicklung fangen von den Gen 6 Startern. Oh. Das sind immer so besondere Sachen. Das war's. Das war der Grund, warum ich diesen DS gekauft habe. Werde ich ihn je wieder benutzen, diesen DS? Man weiß es nicht. Vielleicht um tatsächlich Käse zu schneiden. Okay, dann mache ich den mal aus. Und dann kommt der schönere. Was passiert, wenn ich euch 3D zeige? Funktioniert das? Ich find's krass, dass das Spiel trotzdem mehr in Japanisch angezeigt wird. Wobei. Ich hab das auch probiert. Die sind gemoddet. Ich hab die gemoddet, alle. Ich hab probiert, mein Pokémon X hier reinzustecken. Und dann kommt auch der japanische Bildschirm. Aber wenn ich draufdrücke, heißt es, du kannst das Spiel nicht abspielen. Das heißt, ich musste beide, und ich hab das heute beide gemacht in einer halben Stunde. Ich musste beide modden, dass ich überhaupt die Spiele spielen kann. Region meines Wissens habe ich schon geändert. Aber ich guck nochmal. Ich glaube, ich habe auf Tokio gestellt. Und Tokio ist ja richtig. Ich habe mit Google
Übersetzer da immer die Kamera so drauf gehalten und geguckt, was alles heißt. Halt, wir können jetzt hier mal abkreuzen. Savanna, modern. Das heißt elegant. Tokio ist dabei, ja. Hier, Tokio. Ich habe Tokio eingestellt, das war das erste. Ich glaube, komplett Japan geht. Es gibt sonst kein anderes Dorf. Es gibt hier noch ein J. Okinawa ist Monsun zum Beispiel. Und Aomori und Hokkaido ist Tundra. Was ganz oben ist. Und Nagasaki ist Continental. Okay, ein paar haben sie schon. Ja. Ist das Tokio? Ich weiß, dass ich Tokio eingestellt habe. Soll ich jetzt nochmal gucken? Jetzt nicht sehen, ne? Tada! Das heißt, Strong Spawns. Wo? In welchem Spiel? Von was redest du? Kannst ihn ja vermieten. Dieses Käsebrett. Ich habe das 3D gestern, wo sind all die Apps, Hilfe? Ich habe das 3D gestern mal kurz probiert, weil ich habe nie ein 3DS besessen. Das 3D ist echt cool. Es ist kompletter unnütz. Ich würde nie so spielen. Seht ihr das? Hier ist es noch nicht. Okay, und hier soll ich es auch auf Deutsch stellen können. Ja, ich brauche nochmal mein Handy. Ich glaube, das ist Deutsch. Show me. Macht er nix. Ich hab dich auf Übersetzen gestellt. Nee, das ist French. German ist eins drunter. Blau ist German. Was machst du da? Ich fange Vivillons auf einem japanischen DS. Ein einziges fange ich, das hier. Das existiert nämlich nur auf einem japanischen DS. Hallo Sophie. Strong Spawns schätze ich mal, dass das die leuchtenden Pokémon sind. Pokémon mit Aura. Ich weiß es nicht. Wo hast du Strong Spawns gelesen? In Schwert und Schild gibt es die Aura. Wenn du 500 Pokémon von einer Spezies tötest, bekommen sie eher eine Aura. Und Pokémon mit Aura haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, shiny zu sein. Hallo Nano? Alle Tasten sind anders. Bei der Chancentabelle im Discord. Dann heißt auf Englisch Aura Strong. Das sind nicht meine Tabellen.
Achso, Strong Spawns. Das steht auch dahinter. Big Daily Mons in Wild Area. Zum Beispiel dieses fette Stalus oder Onyx. Strong Spawns steht dahinter. Big Daily Mons in Wild Area. Was ich gerade meinte, waren... Das ist, glaube ich, der ganze Teil da unten, oder? Ja. Brilliant Affected by KOs. Brilliant heißen die. Die Aura-Pokémon. Strong Spawns, die fetten Pokémon, die rumlaufen in der Wild Area. Also nicht die Watt-Pokémon. Was sind denn jetzt Watt-Pokémon? Wo habt ihr diese Begriffe her? Visa-Fans? Hast du deine Lieblingsform von Schmetterling? Ich finde echt die grünste. Die grüne ist eigentlich die schönste, die wo ich lebe. Die grüne ist eigentlich, finde ich, super schön. Und wenn nicht die, dann glaube ich sogar das Pokéball-Muster. Ja. Aber Monsun ist auch schön. Ich finde das Grüne aber, glaube ich, echt am schönsten. Die mit der Aura drumherum. Ja, Aura-Pokémon. Nicht Watt-Pokémon. Die heißen doch nicht Watt-Pokémon. Heißen die offiziell Watt-Pokémon? Ändern wir das bitte. Aura. Oh, diese Cutscenes. Warum ist denn hier Nacht? Oh, ich glaube, dieser DS ist auf eine andere Uhrzeit gestellt. Ist uns das wichtig? Ich könnte noch speichern. Ich habe was Krasses gesehen, das wahrscheinlich wenige mitgekriegt haben. Was den TCG-Markt komplett auf den Kopf stellen wird. Für Pokémon-Karten. Wer hat das auch gesehen? Und zwar hat ein YouTuber, oder was heißt YouTuber? Jemand hat auf jeden Fall ein YouTube-Video gemacht. Und diese Person hat für 1500 Euro einen CT-Scanner gekauft. Das sind die Sachen... Ein CT-Scanner, ne, ihr wisst, es ist, da legt ihr euch rein. Diese riesigen CT-Scanner, wo das außenrum so wirbelt. Und da legt ihr euch rein und dann werden so richtige Scheibenbilder von euch gemacht. Ne? Die meisten von uns lagen schon mal in so einem Ding. Wum, 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 wum. Die gibt's auch in klein. Und der hat einen für 1500 Euro gekauft, der kaputt war. Und hat den selbst wieder gerichtet und eine eigene Software dafür geschrieben. Und der kann damit, das ist quasi so ein Kasten, und da legt er eine Karte rein. Nur weil das funktioniert bei materialen Dingern? Ja. Der macht da eine Karte, der macht da ein Pack rein, ein Booster-Pack, was nicht offen ist, was nicht aufgemacht wurde. Halt ein altes zum Beispiel, First Edition, Shiny Glurak vielleicht drin, kaufst du für 500 Euro so einen Booster. Der packt das einfach in seinen kleinen Kasten rein, scannt die Karte und jede Karte ist einfach nur ein Viereck. Aber die wichtigen Karten, die man will, sind immer Holos. Und das Material von Holo quasi reflektiert anders, sodass du siehst, was an der Karte Holo ist. Und bei Pokémon-Karten, zumindest in der ersten, zweiten Generation damals, war das halt so, dass das Pokémon an sich war nicht Holo. Aber außenrum der Hintergrund, ne? Ihr kennt es, Glurak, wie so Feuer, und außenrum ist schwarz und rot und sowas, und dieses schwarz und rot ist reflektiert. Das heißt, du kriegst wirklich so ein ziemlich scharfes, genaues Bild von der Karte, wenn sie Holo hat. Und du siehst am Umriss, welches Pokémon es ist. Das klingt mega interessant und mir ist es auch persönlich egal, weil mich kümmern die Karten nicht so.
Wenn ich eine Karte will, die cool ist, dann kaufe ich die so, anstatt irgendwelche Booster-Gambling zu machen. Ich kann es euch gleich zeigen. Und wenn das halt... Ist halt die Frage, weil eigentlich ist es ja sehr logisch. Nur so ein richtiger CT kostet halt eine Million. Weißt du, wo die Leute sich reinlegen und so. Deswegen war das bisher halt... Keiner hat es gemacht, weil es unbezahlbar ist. Aber der hat das Ding halt selber von einem kaputten 1500-Euro-Ding repariert und selber gemacht. Und vielleicht gibt es auch schon Leute, die das bisher machen und deswegen Booster halt öffnen, weil sie wissen, da ist ein Glurak drin und so weiter und dann das Glurak für viel Geld verkaufen. Und bei denen, wo sie wissen, im Booster ist nichts drin, die verkaufen sie für 500 Euro, obwohl sie wissen, dass es 100 Euro wert ist. Aber dadurch, dass jetzt jemand tatsächlich ein Video gemacht hat und gezeigt hat, wie es geht, können wir uns sicher sein, dass jetzt all diese riesigen Whales, die halt wirklich Millionen von Dollar verdienen mit Karten und Einkaufen und halt wirklich damit handeln, die werden sich entweder den holen, dass der das für die macht, oder sich selber so ein Ding bauen lassen, weil die sind alle millionenschwer. Und so ein 10.000, 20.000 Euro CT-Scanner, natürlich holen die sich das dann. Deswegen, wenn das tatsächlich jetzt weitergetrieben wird, diese Software, diese Methode, dann ist halt, dann ist es nicht mehr von wegen, hey, dieses Pack wurde gewogen und wiegt 2 Gramm mehr, deswegen garantierte Holo. Jetzt ist bei eBay garantiert CT-scanned 100% Glurak. Und dann verkaufst du so ein Pack halt für, ne, 100.000 anstatt 500 Euro. Oder die Person macht's auf und verkauft das Glurak direkt. Also der Markt ist halt im Arsch dadurch natürlich. Der ganze Spaß ist weg, weil du buchstäblich in die Packung reinschauen kannst. Alles für ein paar Karten, ja, die sag mir viel wert sind. Hallo Avalarion. Karten-Opening Krankenhaus Edition. Ja, also... Ich denke mal auch, das muss halt, es müssen Leute schon davor gemacht haben. Es gibt bestimmt genug Radiologen, die auch Pokémon-Fans sind oder die es interessiert, die in der Nacht, wenn niemand guckt, oder ich weiß nicht, wie bewacht sowas ist, wie viel die Freiraum haben, da selber ein bisschen Spaß zu haben mit dem fetten 1-Million-Euro-Gerät, die halt mal eine Karte reingelegt haben. Ja, also das muss ja schon mal jemand gemacht haben, aber es hat halt noch nie jemand dokumentiert. Ich zeige euch gleich das Video, wenn ich es finde. Brian, du bist ein Kramurks. CT-Scan Pokémon Cards. Findet man das so? Jupp. Ist das? Ja, das ist es. Hier. Das könnt ihr euch anschauen, komplett, wenn ihr wollt. Das geht gerade durch die Decke. Vor 6 Tagen wurde das gepostet. Das heißt, es ist wirklich frisch. Das ist dieses Video hier. Und ihr seht hier schon, ne? Was ist das für eine Karte? Was ist das für eine Karte? Was ist das wohl für eine Karte? Was ist das für eine Karte? Selbst hier erkennt man, was es für eine Karte ist. Also der erzählt es richtig krass mit der Technologie dahinter und so weiter. Also wirklich extrem, extrem genau erklärt er das. Und du kannst es auch mit einer kompletten Booster-Box machen. Ne? Machst du einfach eine Box rein. Und jede einzelne Karte wird dir einfach angezeigt. So sieht es aus. Ja, die sind halt seitlich jetzt. Das sind die ganzen seitlichen Karten. Und, aber wenn du sie natürlich andersrum reinlegst, erkennst du einfach an der... Oh, was ist das? Das ist Duflo, oder? Ich glaube, das ist ein Duflo. Arados. Pikachu. Ja, also es ist so offensichtlich
Und es ist so eindeutig. Und wenn das wirklich jetzt Leute, Händler, Pokémon-Karten-Händler machen, dann ist der Markt komplett für den Arsch. Weil dann ist das das System, mit dem man einfach jetzt Karten verifiziert, bevor man sie überhaupt aufmacht. Das ist schon krank. Und geht vor allem erstmal zurzeit anscheinend nur mit Pokémon. Weil Pokémon halt diese Technik haben, dass es die Folie ist und das Pokémon nicht foliert ist. Neue Pokémon-Karten haben das zum Beispiel auch nicht mehr. Da kann das Pokémon auch eine Folie haben oder kannst du nicht zwischen den Folien unterscheiden, weil es ist halt wirklich die Beschaffenheit vom Material. Aber hey, vielleicht geht es sogar irgendwann, dass du Farbe, weil Schwarz, die Farbe Schwarz, die Druckfarbe Schwarz, ist ein anderes Material als die Druckfarbe Rot. Und vielleicht geht das irgendwann auch und dann kannst du halt die komplette Karte sehen. Und irgendwann denkt man sich halt dann noch, wo ist der Spaß? Kasan, du bist ein Lepumentas. Und wir haben unser Shiny. Ein Shiny heute. Sadira. Du bist ein Kagumon. Heißt es Kagumon einfach? Nee, das ist kein mit Mon am Ende. Es gibt nur zwei Pokémon mit Mon am Ende. Kaguron, genau. Shiny Kaguron. Geil. Kaguron. Man könnte bestimmt die Verpackung daran anpassen, oder? Ist nur die Frage, wie teuer so ein Pack dann wird. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber was die Leute halt machen würden, ist, wenn du eine Box hast und du scannst die Box und du siehst, da ist ein Glurak drin oder was Wertvolles und du scannst es und du weißt es, das ist da drin, dann würdest du wahrscheinlich diese Box aufmachen, würdest die seltenen Karten tatsächlich aufmachen und rausnehmen, verdienst an denen sehr viel, weil das sind tatsächliche Karten, die du verkaufen kannst, ohne irgendwie Glücksfaktor. Du verkaufst einfach das Glurak auf eBay für so viel Geld. Und womit du dann richtig Plus machst, ist, du verkaufst alle anderen für den Standardpreis, aber weißt, da ist nichts drin. Also holst halt das maximale Potenzial an Geld aus einer Box, aus einem Booster, aus was auch immer raus. Weil du weißt, was drin ist. Du kannst halt genau sagen, was du verkaufst, was du behältst, was du investierst, was du aufmachst, was du zulässt und so weiter und weißt halt alles. Es geht anscheinend nur mit diesen Karten, die halt extra Folie haben und dadurch auch verschiedene Folien und dadurch ist die Silhouette zu sehen. Bei Magic anscheinend geht es zum Beispiel nicht, weil die andere Folien benutzen oder halt Vollfolie und dann siehst du genauso nur ein Viereck. Bei Yu-Gi-Oh! Soll es anscheinend gehen. Oh. Männliches Pummel? Yes. Come to Papa. Und das war der komplette Nutzen, der dieser japanische DS für uns heute hat. Ich finde ihn trotzdem geil, dass ich ihn habe. Ich meine, ich kann die Spiele darauf auf Deutsch spielen. Das ist ganz geil. Das Menü ist ein bisschen anstrengend zu navigieren, aber das ist ja auch nicht besonders schwer. Aber den bereue ich nicht gekauft zu haben, weil der ist echt schön. Ich bin beeindruckt von einem Standard 3DS. Was passiert, wenn ich jetzt 3D mache? Das kann eine Kamera nicht sehen, ne? Weil man braucht die zwei verschiedenen Augen im Abstand. Okay, geht nicht natürlich. Und dann tauschen wir noch einmal. Ich meine, ob es Material gibt, was das abschirmt. Achso, ja, natürlich könnte dann Pokémon sich darauf anpassen und sagen, okay, wir machen in jedes Pack eine kleine Bleischiene rein. Nee, aber irgendwas. Das Problem ist, ich glaube, das geht gar nicht. Weil du machst ja Schichten. Das heißt, selbst wenn du was vorlegst am Anfang und am Ende, du machst ja Schichtenaufnahmen. Das ist vollkommen egal, ob du was hinlegst oder nicht. Das macht die Aufnahme nicht kaputt. Es ist ja nicht eine Röntgenaufnahme, sondern es ist Schichtenaufnahme. Und nee, das geht nicht.
kannst nichts dazwischenlegen. Die müssten dann, und das ist ja anscheinend schon so, mit neuen Karten geht es anscheinend nicht, aber die müssten halt die Karten so machen, dass das Material nicht in einem CT-MRT auftaucht. So, tauschen. Jetzt habe ich die schon wieder zu viel bewegt, dieser Anschluss. Vielleicht entwickeln wir ganz viele Schmetterlinge. Was passiert, wenn ich gleichzeitig zum Tausch... Geht das? Ich habe jetzt gerade gleichzeitig mit beiden DS gesagt, ich will tauschen. Es geht. Einer sagt dann. Einer gliedert sich unter. Hattest du eigentlich auch mal ein Weibchen gefunden? Ja, ganz viele die ganze Zeit. Das ist 50-50. Die Quafferform halten ja dann nur in Gen 7, gell? Die Quafferform halten 24 Stunden lang in Gen 7. Sobald du sie auf Bank oder Home transferierst, sind sie weg. In Pokémon Go... Wenn du sie da aktivierst, die Form hält sich für immer, auch in Pokémon Home. Tauschen. Dass es mit alten geht und dann ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis man herausfindet, wie es mit anderen Karten oder neuen Karten funktioniert. Da habe ich komplett den Spaß an TCG kaputt. Klar, aber ist es nicht jetzt schon so, dass der Spaß daran kaputt geht, weil irgendwelche Verrückten ein Mario 64 für alle 1 Million kaufen und dann kann niemand Normalsterbliche sich ein cooles Retro-Game kaufen? Es wird wieder besser, die Preise für die ganzen Sachen. Also die Leute, der zum Beispiel, der dieses 1 Million Mario 64 gekauft hat, der hat so viel Geld verloren. Sobald das verkauft. Im Moment hat er Geld ausgegeben. Und hofft natürlich irgendwann mehr dafür zu kriegen. Aber das war alles so... Oh, wir sind ja fertig. Das war so künstlich aufgebauscht alles. Die haben alle so viel Geld verloren, die zu dieser Höchstzeit... diese krassen Spiele und so gekauft haben. Ist jetzt schon alles wieder immer noch zackenteuer für uns, aber die haben so viel Geld verloren. Okay, wir brauchen einen DS noch, weil wir tauschen müssen. Zum Beispiel Knackrack und sowas. Aber jetzt heißt es erstmal zu. Jetzt heißt es erstmal. Ach Gott, dieses Kabel. Elegant abhaken. Jetzt heißt es erstmal überprüfen, ob ich auch ja keinen Fehler gemacht habe. Dafür machen wir uns jetzt eine VVO-Box, wo wir alle reintun. Also mit Longpole, der wurde doch auch übelst gescammt. Er wurde gescammt, ja, aber du darfst nicht vergessen, dass so jemand ein YouTube-Video daraus macht. Und weil er gescammt wurde, ist dieses Video komplett durch die Decke gegangen. Und das Video hat ihm mehr gemacht, als er für die Karte ausgegeben hat oder für die Box ausgegeben hat. Du darfst solche Leute nicht als, quasi als, nicht Vorbild, aber als Maßstab nehmen. VVO-Box. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, welches ist. Aber wir müssen sie eh entwickeln. Es ist noch ein bisschen die Frage, mache ich das jetzt wirklich in X?
Oder suchen wir uns einen schönen Platz in Karmesin und Purpur und entwickeln sie alle dort? Karmesin und Purpur würde auf jeden Fall schneller gehen. Weil in X kann ich immer nur 5 Vivillons entwickeln. Während ich in Karmesin und Purpur einfach jedes mit Bonbons voll baller. X hat leider eine sehr verpixelte Grafik. Karmesin hat dafür eine hässliche Grafik, wo bei jedem Vivillon einfach die Grafik uns einen Strich durch die Rechnung machen kann und es sieht richtig kacke aus. Ich glaube, ich mache es in X. Ich würde mal Probehalter 1 auf Carp übertragen, um zu sehen, ob es funktioniert. Es funktioniert, warum sollte es nicht funktionieren? Ich mache es in X. Das ist schöner fürs Video. Kapu beim See in Kitakami. Ach, da, wo es extra rucklig ist. Du meinst oben im Vulkansee. Ja, auf diese VGC-App von Pokémon bin ich gespannt, wie die funktionieren wird. Das könnte cool sein. Okay, also entweder mache ich jetzt die 3 Vivillons hoch. Wir machen es auf Karmesin und Purpur. Nö, wir machen es in X. Da kenne ich nichts. Okay, ich glaube, das hier ist das Japanische. Also müsste es hier sein. Ich glaube, das hier ist das Moderne und ich glaube, das ist Savanna. Ich habe 1 zu viel, weil ich hatte mich verzählt. Ich habe irgendeins doppelt gemacht, aber ich weiß nicht, welches ich doppelt gemacht habe. Wir werden es sehen. Aber das sind alle und ich hoffe, ich habe überall die richtige Region eingestellt. Habe ich es jetzt runter oder hoch gemacht? Ne, ich hab's auf X gemacht. Und wir brauchen nicht viele Level. Es reicht einfach, wenn ich ins hohe Gras gehe auf einer hohen Route, einen Kampf gewinne mit Quajutsu und schon entwickeln sich alle. Sind auf Bank. Warum passt du mehr auf mit deinen 140 am Stück gesehenen Streams? Du klebst am Bildschirm. Sind die auf Bank? Bin ich so dumm? Ich bin so dumm. Ich habe doch die Worte gesagt. Wir machen es auf X. Und dann habe ich es andersrum gemacht. Also auch so ein What the fuck Ding für den Original Living Dex. Was denn? Vivillons. Vivillon ist das Highlight von Gen 6. Das ist das Einzige, was in dieser Gen schwer ist. Und es ist auch nicht mal schwer. Man muss einfach nur Geld ausgeben. Hallo JJ. Ich habe vorhin dein Metacross gar nicht gewertschätzt. By the way, ich krieg in Oras kein Metacross, weil ich das schon damals abgeholt habe. Wo kriege ich denn jetzt mein Metacross mit Metagrossonit her? Aus Gen 5 werde ich mir das auch rüberholen. Ich muss Latios, ja, und nur noch Metagross muss ich mir aus unteren Gens nach oben holen, weil ich die nicht in Oras kriegen kann. Weil ich die schon damals mir geholt habe und auf Bank gepackt habe und jetzt kriege ich sie nicht mehr runter. Das sollte machbar sein. Und dann habe ich wirklich alles. Weil dann habe ich jedes Pokémon in Oras in der Box mit dem dazugehörigen Stein ausgerüstet. Jedes.
kann ich euch später zeigen. Und JJ, du bist ein Geradax. Die Quaffhaft bekommen für den Dex ist halt unmöglich. Etwas, was unmöglich ist, ist nicht schwierig, sondern unmöglich. So, jetzt bin ich... Ich hab's doch gerade gemacht, Mann. Zurück. Musst du in Gen 8 eigentlich die Giga-Dynamax-Pokémon auch holen? Ich muss gar nichts. Aber ich will. Natürlich, es sind einzelne Formen. Das sind jeweilige Formen. Natürlich muss ich die holen. Der Router Otter, dankeschön für 7 Monate. Okay, es geht los. Oh mein Gott. Geht das? Nein. Nein, ich kann nicht klicken. Ich bin zu dumm, um einfache Sachen zu klicken. Logged in. Ich muss ja 2 Kämpfe machen. Mindestens 2 Kämpfe sind es, weil ich es zweimal entwickeln muss. So, wo gehen wir hin? Wo machen wir das? Es entwickelt sich schnell, aber der Prozess dauert ein bisschen. Oh, jetzt kann ich nicht fliegen. Bin ich zufällig? Wo bin ich? Oder 5. Das ist, glaube ich, nicht stark genug. Ich wusste doch, ich hätte Fiaro nehmen sollen. Aber damit kann ich keine Flächenattacke machen. Es ist leider hier noch so, dass es sagt, ein Level aufgestiegen, ein Level aufgestiegen, ein Level aufgestiegen und... Das 5-mal. 18-mal. Irgendwo, wo es keine Massenbegegnung gibt. Irgendwo, wo... Ich gehe mal dahin. Da ist direkt unter mir ein Grasbüschel. Ich habe jetzt 2 Freunde hier. Yay. Bekannte. Hast du in diesem Spiel gegen alle Trainer gekämpft? Hier in X, ja, das ist mein Spiel, also alle, die ich gefunden habe. Ich habe jetzt nicht versucht, alle zu bekämpfen. Willst du, dass ich jetzt gegen Trainer kämpfe? Das bringt gar nichts. Was für Legis kann man eigentlich in X und Y soft resetten? Keins. Kein einziges. Ich dachte, die Region DS-Systeme kommen erst Ende August. Was passiert, dass es so schnell ging? Weiß ich nicht. Post. Ist doch immer so. Auf eBay steht irgendwie, dass es in 3 Monaten ankommt und dann kommt es nach einer Woche an. Das hast nur du geglaubt, dass es Ende August kommt. Hast wieder dem Streamer geglaubt. Ja, das dauert ein bisschen. Ich glaube nur den einen Kantovogel, oder? Den einen Kantovogel?
gibt drei Kantovögel und die sind auch alle drei shiny locked. In XY. Oh Gott. Aber sehe ich das richtig? Es hört bei 8 auf. Ist Ultrigaria so ein Schwächling? Es hört bei 8 auf. Not good enough, die Route. Wir gehen zur Siegestraße. Oh mein Gott. Okay, wir machen wieder Musik an. Wir brauchen stärkere Mons. Ultrigaria, ist ja nix. Kann ich hier hin? Nee, Siegestraße zurückgehen. Mach ich das? Man bekommt doch pro Starter nur einen der Vögel. Ja, aber trotzdem sind es drei Vögel, die es gibt. Aber die sind Starter-locked. Jedes Legi ist Starter-locked. Shiny-locked. Wie es auf den Level-Up-Sound koordiniert. Subscribe. Immer wenn du den Sound hörst, subscribe. Mit Prime. So, Siegestraße sind hauptsächlich Stein und so. Du hast die Hoffnung, mich einzuholen. Du brauchst nur noch die versteckten Fähigkeiten in Gen 5. Nur noch, ja. Hast mich schnell eingeholt. Das machst du. Das ist sehr untypisch für dich, dass du die versteckten Fähigkeiten holst, weil das nichts bringt. Das machst du. So etwas unfassbar Langwieriges, was dir nichts bringt. Jedes Legi ist Starter-locked. Gibt es viel XP, wenn man 5, aber die sind ein schlechtes Level, ne? Ah, wo ist denn der beste Ort mit den stärksten Mons? Was? Ist es nur bis Level 11 gegangen? Ich fühle mich verarscht. Aber wenn ich es bei der Siegestraße, also bei der unteren Siegestraße mache, dann muss ich jedes Mal so weit zurückgehen. Oder ich mach's bei der Eisstadt links. Okay. Paponcho. Und muss ich auch eh erst entwickeln. Ja, ja, aber die kleinen Steine hätten jetzt auch nicht gereicht, um es zu Paponcho zu machen. Alles zu schwach. Ich will, dass hier so ein Despotar erscheint. Das ist genug XP. Ich glaube, sie gar zu finden ist. Ist aber genau genommen noch leveltechnisch, glaube ich, unter Siegestraße. Weil da kann ich hin, bevor ich zur Siegestraße gehe. In der Kammer von Sigard selber ist kein Pokémon. Puh, Poncho. Was für eine Unverschämtheit. Du wirst auch das Level 1 Gyarados und Level 100 Carpador machen. Okay, viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß. Ich kann dir sagen, es ist cool, es zu haben. Aber der Prozess dahin ist einer der langweiligsten gewesen. Es ist ja auch sehr hilfreich, dass die Entwicklungsanimation in Gen 6 die längste von allen ist. Wie lang? Wie lang? Das hör ich auf. Dann wird sich auch noch ewig nachgedreht. Glückwunsch. Dann verschwindet der Bildschirm nicht, bis man irgendwann so random A drückt. Hast du einen Timer parat? Wofür? Um zu wissen, dass das ewig dauert? Ich glaube, das spüre ich.
Komm, sag mir eine Animation, die länger dauert. Jetzt spam ich A. Wie lange es dauert? Ich drücke A die ganze Zeit. Jetzt. Schluss. Und noch eins. Was zum Glück funktioniert, ist, dass man US und Japanisch, ich konnte die alle mit dem gleichen, was ich schon habe, mit dem gleichen Ladekabel aufladen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Der Japanische kam ohne Ladekabel. Da dachte ich mir, oh mein Gott, was passt da rein? Ah, es passt meiner rein. Perfekt. Und der Amerikanische kam mit Ladekabel, aber das Amerikanische ist natürlich unbrauchbar. Kann ich nirgendwo reinstecken. Und da hat auch zumindest passen sie rein. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen sie zu viel oder zu wenig Strom, aber sie sind aufgeladen und funktionieren. Alpollo, das gibt doch ein paar XP. Ja, die gehen sicher, dass man genug Zeit hatte, den Text zu lesen. Glückwunsch. Zwölf reicht, nein. Paponcho, stopp. Okay, ich dachte echt, ich krieg mit einem Pokémon Paponcho auf Level 12. Das waren jetzt drei Pokémon, die ich gebraucht habe. Okay. Warte, stopp, noch nicht. Ich kreuze jetzt alle nochmal ab. Warte, das habe ich. Und das Irische habe ich. Alle werden nochmal abgekreuzt, entkreuzt, enthakt. Hey, nix funktioniert hier. So. Okay. Welche Farbe bist du? Die wäre schön. Nice. Richtig vorhergesehen. Polar. Schön, 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 schön. Ich bin froh, dass ich es in X mache. Schön. Jetzt kommt Tundra, bitte. Tundra. Ey, ist wie am Schnürchen hier. Genau, Megumina. Bitte Tutorial dafür machen. Dann mach ich's dir nach. Jetzt hätte ich gerne Continental. Man muss es nur laut genug sagen, dann passiert's. Continental. Ah! Das letzte könnte jetzt, das weiß ich nicht, ob ich diese richtige Reihenfolge hatte vorhin. Jetzt könnte direkt das Elegante, das Japanische kommen. Okay, es war das Moderne. Habe ich mich vorhin falsch aufgedingst. Aber das macht nichts. Das war nämlich das Amerikanische. Wo ist es? Da, modernes Muster. Bisher klappt alles. Oh, es kommt noch eins. Was? Ich kann nicht zählen. Das sollte jetzt Meadow sein. Französisch.
Ayo, Meadow. Easy. Die nächsten bitte. Wir sortieren sie gleich richtig. Fuhre. Nein, wir gehen nach der Reihe. Irgendwo wird jetzt ein elegantes zwischendrin sein. Vielleicht ist es schon das nächste. Hallo Eichhornbratan. Gib mir wieder Apollo oder. Oh, gibt Schlupf viel XP? Ich glaube schon. So. Ihr mögt Level-Up-Geräusche, dann seid ihr hier genau richtig. Muss ich überhaupt was drücken? Oh, es geht schneller, wenn man drückt. Und wenn ich nicht drücke, macht er eine Pause. Wenn ich drücke? Drücken geht schneller. Da hat Kajutsu den Partner fürs Leben gefunden. Stimmt. Da wird so viel gezüngelt. Aber auch Schlurp hat nur bis Level 7 es gemacht. Ultrigaria hat es bis Level 8 gebracht. Wie sind Ultrigaria mehr XP als Schlurp? Ob das hier der beste Ort ist? Okay, okay, ich mach wieder Musik. Neun, schaffen wir auf 12? 10? 11? Nein, ein Level, Mann. Okay, 2 Apollo wären, glaube ich, das Beste. Also egal, wir müssen eh, das passt so. Also besser wäre, wenn es davor schon auf Level 10 gekommen wäre. Es muss eh Papancho werden. Waren das 27 Level? 7 mal 5. Ah ne, aber manche sind Level 2, manche sind Level 3. Ist zu viel Mathematik. Gott, wenn Papancho auch so ein eigenes Muster hätte als Poncho. Der Aufwand. Das wäre dann so eine Hokumil. So ein Hokumil-Aufwand. Plus die erlernte Attacke, die denselben Ton hat. Hm.
Was kann ich euch erzählen? Ich habe letztens einen schrecklichen Film gesehen. Und den Film habe ich sowas von schlecht bewertet. Ich werde euch nicht mal sagen, wie der heißt. Weil der Film verboten gehört. Und er war auch verboten. Für viele Jahre. Aber weil er als legendärer Film gilt, wegen diesem ganzen Gebanntsein und sowas, habe ich ihn mir mal angeschaut. Und ja, verboten sollte er gehören. Kartoffelsalat mit Mayo sollte auch verboten sein, ja. Ich habe noch nie einen Film bewertet. Du bewertest einen Film, sobald du ihn fertig geguckt hast in deinem Kopf. Vielleicht gibst du ihm keine Zahl, aber du denkst dir, der war gut und schon hast du ihn bewertet. Du hast vor ein paar Tagen Final Destination 1 bis 5 gesehen. Der zweite war meiner Meinung nach der beste. Der zweite mit der Autobahn. Ich erinnere mich an den ersten natürlich, an den zweiten nur an den Anfang und irgendeiner hatte eine Achterbahn. Mehr weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe alle gesehen auch. Sorry. Ich finde der erste, ich glaube der erste war am besten. Genau, auf der Autobahn mit den Baumstämmen, das ist der zweite. Was du dachtest auf der Plattform? Ja doch, ich benutze so wie alle Letterboxd, wo ich alle Filme, die ich gesehen habe, reinstelle und bewerte. Einfach als Erinnerung für mich oder als Orientierung für andere, wenn sie Filme schauen wollen. Ausrufezeichen Movies, da siehst du meine bestbewertesten Filme. Aber ich meine, du bewertest ja schon auch Filme, wenn du im Kopf halt. Ich schreibe auch keine Review oder sowas, um Gottes Willen. Du hast ein nachhaltiges Trauma von. Weil das dir auch passiert ist mit den Baumstämmen. Aber man ist noch nie hinter so einem riesigen Lastwagen hinterhergefahren mit Baumstämmen oder Zement und sowas. Weil es war immer schon, auch vor dem Film war das schon so, muss das sein. Hallo Mauri, ich könnte auch in Capo entwickeln, ja, aber ich finde das um einiges eleganter, es in X zu machen. Da habe ich nicht keine hässliche Grafik außen rum und irgendwelche Fragmente und Glitches, die einfach aufploppen. FT hat meine Flugangst bestärkt. Ja. Was sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn? Achtung! Das hier sollte entweder jetzt elegant sein oder Savanna. Ich glaube, das ist elegant. Nein, es ist Savanna. Da ist Savanna. Schön. Dann kommt jetzt Marine. Gib mir Marine. Dunkelblau. Oder blau. Alle Blautöne. Wenn man das vorhersieht, dann kriege ich jetzt Archipelago. Archipelago. Archipello. Wusstet ihr, dass der Mann von der Mangaka von Attack on Titan seine Frau umgebracht hat? Archipelago. Und jetzt für 10 Jahre ins Gefängnis geht deswegen. 10 Jahre ist ein bisschen wenig.
Archipelago. What? Ja. Google it. Gestern oder sowas verurteilt worden. Archipelago. Correctamente. Plane. High Plane kommt jetzt. Ach, war das nicht der Mangaka? Der Editor. Okay, dann kann man das ja. Ich dachte mir da dabei so, gut, dass ich das fertig gelesen habe. Der Editor. Was macht der Editor? Der nimmt das, was der malt und bindet es in ein Buch. Editor. Das ist Editor, nicht der Verlag? Und das ist High Plains, bitteschön. Danke, danke, danke. Und kriegen wir noch eins? Ja. Ein Sandstorm, bitte. Was ist, wenn er, weil er editiert, vielleicht hat er es zu dem Attack on Titan gemacht, was es dann war am Ende. Vielleicht ist er der wahre Künstler gewesen. Sandstorm. Mensch, es ist ja vorhersehbar, dieses Spiel. Es ist ja alles geplant von mir. Das war's, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Beautiful. 1, 2, 3, 4. Einmal nur noch. Ja, dreimal. Dreimal 5 plus 2, 1. Ah, nee. Ah, ich muss. 1 bleibt übrig. Ach, nee. 1 bleibt übrig. Fehlt dir danach noch was für Gen 6? Latias, Latios und Metagross. Und ich muss Knackrack noch entwickeln und Kadabra, Gengar und... Was ist noch eine Tauschentwicklung? Savanna. Ne, zuerst kommt das. Dann das. Dann das. Das. Savanna ist 2 Abstand. Okay. Irgendwo ist das Elegante. Und 2 bleiben übrig, aber nur weil ich eins. Irgendeins habe ich doppelt gemacht. Weil ich eine Nachtpause gemacht habe. Und dann am nächsten Morgen war ich so, wo war ich? Mal speichern. Geowatz. Kennst du das Geowatz Need? Das gibt es nicht. Nein, nicht Geowatz. Simsala, Kadabra. Welche Formen sind nochmal nicht mehr zu bekommen? Die letzten beiden. Die da. Oh, ne, ja, die da. Also nur das letzte ist nicht mehr zu bekommen, weil das Fantasiemuster ist natürlich inzwischen das Standardmuster in Kapu. Aber das Pokéballmuster gab es nicht mehr seit Gen 6. Gengar habe ich schon gesagt. Ich habe in der Box ein Kadabra, ein Gengar, ein Kaumalat. Warum ist eins? Nein, die haben Robustheit. Kaumalat, Alpollo, Kadabra. Was? Das waren das nur die drei. Ah, Scherox. Da ist es. Scherox und Stalos sogar. Genau, noch beide. Beide haben schon den Metallmantel ausgerüstet. Ja, die muss ich rübertauschen, damit sie sich entwickeln. Und Kaumalat muss ich dann noch auf Knackrack bingen. Und Metagross und Latios muss ich aus Gen 5 oder Gen 4 hochtauschen, damit ich sie in Gen 6 habe. Weil die sind unmöglich für mich zu kriegen. Im Moment. Außer ich starte komplett nochmal Oras neu. Das Pokéball-Muster ist das Standardmuster in Legends ZA.
Es würde keinen. Ich glaube, das bleibt für immer ein Eventmuster. Rani, wir reden von Metagross und du bist ein Tanhel. Und Olopoto, du bist ein Alabis. Ich habe komplett den Loser Dean Community Day verpasst. Ist nicht so schlimm, ich wollte einfach nur ein starkes. Nicht Loser Dean, Zappler Dean. Ich wollte einfach nur ein starkes Zappler Dean, um es zu Zapplerang zu machen, weil Zapplerang nicht schlecht ist, glaube ich, in Go auch. Und dann wirklich 10 Minuten vorher sagt Rosa, oh, wollen wir noch rausgehen und Zapladin machen? Und ich so, das so, oh, fuck, stimmt, aber Moment mal. Du weißt schon, das hört in 10 Minuten auf. Oder in 5 Minuten sogar. Weil es ist 5 ist schon eine komische Zeit. 18 Uhr wäre, finde ich, besser, wenn ein Event aufhört. Um 18 Uhr, warum denn um 17 Uhr? Oh, diesmal hat es geklappt, dass die auf Level 10 kommen. Bye, Prani. Ihr hättet die Raids noch machen sollen. Was für Raids? Wer will denn Raids? Dafür muss man Geld ausgeben. Ich gebe lieber Geld aus für das süße Famibs-Outfit, das man gerade kaufen kann. Nee, aber mach ich nicht. Die Zappler-Lag-Raids, die danach auftauchen? Och, war das so? Okay, keine Ahnung. Und mir ist das gar nicht aufgefallen, in diesem riesigen Post, den Pokémon letztens gemacht hat, dass Pikachu kommt und dies und das, sind ja noch ganz andere Titanen jetzt drin. Jetzt am Freitag ist Herashai Titan Raid. Das hat das Titanabzeichen, muss ich also machen. Und dann danach kommt Gimmighoul, aber nicht als Titan, aber eventuell Shiny. Und dann danach kommt Despotar mit Titanabzeichen. Was ist mit den Startern los? Einfach Starter unterbrochen für Herashai und Despota. Nee, Dragoran, stimmt. Dragoran, Despota. Quasi das gleiche. Dragoran, ja. Zwei fette Viecher. Sleep-Pokémon bekommen jetzt bald auch Abzeichen. Lavita Outbreaks gibt es dann? Ja, da, von den Outbreaks muss ich ein paar machen. Ich habe die zwar alle, aber ein paar sind halt geschenkt worden oder sind aus Go. Ich muss alle ersetzen, die ja nicht meine OT haben. Oder irgendwie in einem hässlichen Ball sind oder so. Und mir ist aufgefallen, hier steht es jetzt gar nicht. Ich habe ja immer dastehen, wie viele Shinies ich habe von wie viel? 1377. Und mir ist letztens aufgefallen, man kann auf dieser Seite hier, der hier, kann man ja sogar Sachen ankreuzen, die man gar nicht haben kann. Also zum Beispiel, also die nichts bringen zu haben, wie zum Beispiel die ganzen Pokusan-Formen. Ich hatte die nie abgekreuzt. Ich habe ja alle Pokusans, die ich haben will. Dann habe ich die jetzt mal alle abgekreuzt. Obwohl die ausgegraut sind, kann man sie trotzdem abkreuzen. Und die zählen. Die zählen als... Ich hab ja nie nachgezählt, was mir wirklich fehlt. Das heißt, im Moment bin ich bei... Jetzt, wo ich die alle abgekreuzt habe und Meteno auch, bin ich einfach bei 1200 Shinies. Das heißt, nur noch 177 fehlen mir anscheinend. Bisschen crazy. Es ist direkt um, naja, 60 gestiegen, weil ich die ganzen Pokusans nie abgekreuzt habe anscheinend. Okay,
Okay, ein Duodino, das muss doch viel XP geben, aber ich brauche gar nicht viel XP. Ich spiele Popo und bekomme sonst Lavitar nicht. Bist du sicher, dass Lavitar auch dann in Karmesin und Popo erscheint und nicht nur in jeweiligen Spielen? Weil das haben die ja oft so gemacht, dass sie trotzdem in den jeweiligen Spielen bleiben. Aber wahrscheinlich bei Eventausbrüchen nicht, ne? So, haben wir alle. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Wir werden es jetzt sehen. Da sollte auch das Elegante dabei sein. Beide sind überall. Sehr gut. Das sollte River sein. River. Blau, braun, wie ein Fluss. River. Yes. Ach, das hat hier sogar ein leichtes Türkis. Sieht sogar ein X schöner aus. Und als nächstes bitte eins der schönsten. Monsun. Auf Sachen lernen zu wollen. Monsun, bitte. Yes, sehr schönes Muster, sehr, sehr schön. Dann sollte jetzt Elegant kommen. Ich habe es wirklich komplett falsch angeordnet, die drei, die ich gefunden habe. Richtig schlecht. Es war genau so, dass nichts richtig war. Tokyo Hotel Vivillon, exakt. Elegant. Lila, bitte. Irgendwo kommt was doppelt. Aber ich glaube hier noch nicht. Jawohl. 100 Euro für einen japanischen DS ausgeben hat sich gelohnt für diesen Moment. Dann kommt jetzt Sun. Are you winning, Sun? Am I winning? Hallo KW. Sun. Und jetzt ist die Frage, vielleicht kommt jetzt... Es sollte nicht nochmal Sun kommen. Ich glaube, ich habe Ocean doppelt. Das heißt, es sollte jetzt ein Ocean kommen. Dann muss ich wegen einem nochmal komplett leveln. Schön, schön, Monsun, Pattern, Ocean, 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 schön. Alles läuft nach Plan, wir haben uns nie die falsche Region ausgesucht, wir haben alles richtig gemacht. Solange jetzt Jungle kommt. Ich glaube, wenn, dann ist das Jungle. Hier. Dann Monsun ist vor dem. Elegant ist da oben. Sun.
Ocean. Oh, die passen ja perfekt rein. Nur noch eins. Und ich glaube, das hier sollte Jungle sein. Und ich habe Ocean doppelt gemacht. Ich war so beim Region auswählen, so, das habe ich doch schon eingegeben. Aber ich habe meine Box falsch durchgezählt. Dann hätte ich gesehen, dass ich schon eingegeben hätte. Habe. Bin auch am überlegen, ob ich mir Tanhell hole, in Shiny oder doch die beiden Events gelten lasse. Welche beiden Events gelten lasse? Gab es mal Shiny Tanhell Event? Oh, ein Streppoli. Wie viel XP gibst du mir? So, das letzte. Jungle. Komm, gib mir 10. In Oras hat man ein Shiny Tanhell geschenkt bekommen. Das habe ich nicht. Shiny Metagross in Gen 5? Ja, das stimmt. Das gab es als Event. Das habe ich. Nicht Level 10. Strip-Bully. Enttäuschend. Nassbrocken habe ich gekriegt. Ah, es reicht 9? Achso. Reicht sogar 8? Ne, 9 muss reichen. 9 ist es. Okay. Bop, 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 show. Beautiful. Das Doppelte. Am Donnerstag kommt wahrscheinlich das neue Video raus über Deoxys, wie ich 4 bzw. 5 Shiny Deoxys gefunden habe. Das Video wird so 23 Minuten lang. Mir gefällt es jetzt schon. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Okay, gleich haben wir's. Hast du dir die anderen zwei Shinies in Black and White geholt? Nö. Dafür muss man einen Battle Tower machen. Ich habe keinen Bock, den Battle Tower zu machen. Ist das hier noch der normale Origin Dex? War eine Weile nicht hier. Waren Shiny Origin Dex? Immer dann, wenn du nicht da bist, mache ich den Shiny Origin Dex. Du hast es nicht verdient, es zu sehen. So eine unverschämte Frage. Zwölf. Okay. Stopp. Nice. Punktlandung 12. Ist soweit. Habe ich wirklich alles First Try richtig gemacht? Bitte sei Jungle. Jungle, Jungle, Jungle. Jungle! Alle Vivillons in einer Box, in einem Spiel. Und das Einzige, was ich dafür machen musste, war 2 zusätzliche DS kaufen aus Amerika und Japan. Pay to win is real. Nice. Und das ist ein doppeltes. Und es müsste Ocean sein. Das lassen wir direkt frei. Kennt sich gar nicht aus, weil es in der falschen Region ist. Oh, ich habe B gedrückt. Wir werden es nie erfahren, was es ist. Fine by me. Whoops. Vielleicht ist es ja Pokéball-Muster. Wir werden es nie erfahren. Schrödingers Poponcho. Es ist beides, solange wir es nicht entwickeln. Oder es ist 15 verschiedene.
Ah, hä, ich habe das doch aufgemacht. Warum geht es nicht? Why you no see me? Ich glaube, das geht nicht, weil ich die andere Kamera angeschlossen habe. Mach das weg jetzt. Mach das weg jetzt. Ich sehe nichts. Du kriegst die Punkte zurück. Ich glaube, ich habe zu viele Kameras angeschlossen. Ah. Schaut es euch an. Alle männlich im Pokéball. Alle männlich im Pokéball. Mit der OT Leo. 18 Mal das Spiel neu gestartet. Und 3 davon extra mit 2 neu gekauften DS. Zeig mal Bericht. Von denen zum Beispiel Japanisch. Was steht da? Mit Level... Oh, ich habe es in 2048 gefangen. Sehr gut. 24. Japan ist halt in der Zukunft. 23. Ah, heute ist der 23. Ja, das war heute. Warum ist das Moderne nicht 23? Ich glaube, das Moderne ist auch 23. Geil, das Japanische ist von 2048. Logisch, wegen Zeitverschiebung, genau. Okay, Novaria-Wald, Route 2. Ja, ja, ja. Okay, aber ansonsten nichts Besonderes. Da steht nichts von wegen irgendwie, kommt von einem fernen Land oder so. Nicht akzeptabel, doch, weil lustig. So, und jetzt habe ich hier noch Pokémon, die ich kurz tauschen möchte. Wo tausche ich die hin? Japanisch? Ist eigentlich egal. Aufs japanische Spiel. Tauschen. Tauschen wir die Megas, beziehungsweise die paar, genau, alle habe ich hier gar nicht, die anderen sind auf Oras noch. Cherox mit Metallmantel. Also Sichlor mit Metallmantel im Netzball gefangen. Das ist ein Käfer, kann man Netzball benutzen. Gott, wie mache ich das jetzt aber? Muss ich das... Dann würde ich das aber auch erst ab 2048 auf die Pokémon Home transferieren. Warum? Sollte das keine Probleme geben? Nein, warum? Warum sollte es Probleme geben, wenn ich in 2048 bin? Habe ich irgendwie geschummelt? Nein. Warum sollte ich dafür bestraft werden, wenn ich nicht geschummelt habe oder irgendwas gecheatet habe? Es entwickelt sich! Cherox. Nice. Cheroxnid. Cheroxonid. Cheroxnid. Aber Mega Cherox hat doch bestimmt auch Geschlechterunterschiede, oder? Nope.
Steht dann da Japanisch oder so? Oder sind die alle Deutsch? Die sind alle Deutsch, weil die Sprache auf Deutsch gestellt war. Irgendwie habe ich ihm jetzt im japanischen Spiel nicht genug Platz. Ich muss noch Pokémon fangen. Aber kann ich ja machen. Ich will nicht weiter, ich will raus. Raus. Okay, ich kann hier noch. Wie viel muss ich fangen? Ein Pummel. Noch drei. Außer ich will Pfingst tauschen. Ich kann Pfingst tauschen. Noch zwei. Noch zwei fangen. Wir sind auf einmal einer 100% Catchrate. Gute. Aber zurücktauschen. Das bringt mir nichts, wenn ich es jetzt einfach zurücktausche. Das ist Zeitverschwendung, weil ich muss es jetzt zurücktauschen auf Oras. Bevor ich jetzt neues Spiel starte, Oras rein tue, rüber, wieder X starte, rüber, anderes Spiel starte, rüber, fange ich halt hier schnell 100% Catchrate Mons. Steht dann da Japanisch oder so, da sind das alles quasi Deutsch. Die sind alle Deutsch, weil das Spiel ist doch auf Deutsch. Die Sprache von einem Pokémon ist nicht bestimmt durch das System, sondern in welcher Sprache du das Spiel spielst. Ist die Sprache vom Pokémon. Was spricht das Pokémon? Nicht, woher kommt es? Tschüss, Maurudim. Und hier behalten sie ja jetzt die Items, ne? Das, weswegen ich das ja mache, weil mein kleines Kaumalat hier hat Knackraknit. Das Lucario hat Lucarionit und das Mewtwo hat Mewtwonit X. Deswegen tausche ich die. Damit ich die allen Oras bekomme. Und jetzt können wir einfach wieder tauschen. Und ich habe genug Stuff. Dann lege ich in meinem deutschen DS einfach Oras ein. Und kann die dahin übertragen. Ich kann es nicht direkt auf Oras machen, denn DS sind Region Locked. Ich krieg mein Oras nicht auf diesen DS drauf. Zumindest nicht mein Oras. Wie läuft's mit deinem Origin Dex? Kommst du gut voran? Ja. Kaumalat. Gegen Pfingst. Das ist doch ein würdiger Tausch. Das Knackraknit darf halt nicht weggehen, aber sollte es nicht. Das ist der ganze Grund. Kann man das irgendwie ausstellen? Wisst ihr das, ihr 3DS-Besitzer, dieses dumme leuchtende 3D-Symbol? Ich will das nicht sehen die ganze Zeit. Muss man doch ausstellen können. Das ist ja Stromverschwendung. Eoband drüber. Es zählt nicht. Torak, so, dankeschön für dein Prime. Dankeschön für 4 Monate. Kann man dann auf einem zum Beispiel japanischen System die Sprache Deutsch auswählen? Ja, so habe ich das gemacht. Aber das geht erst seit Gen 6. Seitdem Pokémon-Spiele Sprachen haben, kann man die Sprache auswählen. Davor musstest du die Spiele in der Sprache kaufen, weswegen ja es deutsches Smaragd gibt, englisches Smaragd, japanisches Smaragd. Aber seit Gen 6 sind die Spiele alle gleich. Du kannst am Anfang auswählen, welche Sprache. Hat dieses Kaumalat jetzt Knackraknit? Sehe ich das hier? Zeigen. Wo sehe ich das? Sehe ich das da oben?
So, ah, hier, Knackragnit, ja, passt. So, jetzt haben wir einen guten Tausch gehabt und jetzt kriegen wir Purmel gegen Mewtwo. Das ist doch ein fairer Tausch. Ja, das leuchtet immer dann, wenn etwas in 3D sein kann. Aber ist doch nervig. Ist doch doof. Aber ja, Klebeband, einzige Chance. Man kann ja in der Kindersicherung den 3D-Effekt komplett ausmachen. Das heißt, selbst wenn man den Slider benutzt, passiert da nichts. So, und das letzte hier zumindest. Ist Lucario mit Lucarionit. Dann starte ich hier Oras. Oh, und dann kann ich direkt die Pokémon, die ich tauschen muss, wegen Gengar und sowas, auch direkt tauschen mit denen, dass sie sich entwickeln. Ah, das ist alles so gut vorausgedacht. Du hast nur den 3DS XL, der hat keine Leuchte. Ich habe den 2DS New XL Big Extra Strom. Okay, raus hier. We did it all. Danke, japanisches 3DS. Speichern, weil die dürfen wir jetzt nicht verlieren. Das wäre sehr fatal. Und jetzt kann ich hier in Oras gehen. Und meine neuen Schätze annehmen. Und dann habe ich bald nach Metagross und Latias und Latios alle Mega-Entwicklungen in Oras. Etwas, was ich eigentlich, also jetzt, wo ich es auch habe, denke ich mir, okay, nice, dass ich es gemacht habe. Es ist schön, jetzt zwei Boxen voll nur mit Megas zu haben. Das heißt, ich hätte jedes Mega parat. Aber es war wirklich nichts, was irgendwie interessant ist. Du musst einfach nur die Steine holen. Es ist einfach, da ist kein Witz dahinter gewesen. Gar nichts. Jetzt kriege ich sogar einen dritten Bekannten. Denn Oras geht es genauso, ja. Ist genauso? Wo ist es? Hier? Hier? Hier. Okay. Hi, wie geht's? Hallo, Leo aus Japan. Tauschen. Ja. Es kommt hier Leo aus Oras. Wo bist du? Achso, speichern. Gab es in Gen 7 neue Megas? Nein. Nur in Oras. Hier gibt es jetzt eben Knackragnit. Und das. Es wäre jetzt schön, wenn ich die rüber tun könnte, ohne dass sie sich entwickeln, dass sie sich auf dem großen Bildschirm entwickeln, aber. Wo sind die hier? Hier Onyx. Mit Metallmantel. Werden sich jetzt alle drei entwickeln und ich sehe es nur auf dem kleinen Bildschirm.
Aber so ist das. Gibt schon Leaks zu Legend ZA? Frägst du oder sagst du? Denn wenn du mich frägst, nein, außer die Standardsachen auf 4chan von Leuten, die Aufmerksamkeit wollen. Vergesst nicht die letzten Leaks zu den Pokémon Presents, die alle sowas von extrem falsch waren, dass wir uns totgelacht haben. Vergesst das nicht. Es war zum Totlachen, was bei der letzten Pokémon Presents angekündigt war durch Leaks, was keine Leaks waren, was dann tatsächlich passiert ist. Es war ein Witz, was alle daran erinnern sollte, dass diese ganzen Gerüchte einfach nur Leute sind, die Aufmerksamkeit wollen. Ich habe heute zufällig gesehen, dass so ein Screenshot von 4chan, ich habe nicht mal ansatzweise angefangen, es durchzulesen, wo jemand stand, es gibt Leaks zu Legends. Ich so, nee, lese ich nicht durch, ist Quatsch. So, das war ein schönes Stalos. Dann tun wir das Xerox zurück. Und geben her dieses Alpollo, was schon Gengarnit hat. Was wird zu Gengar? Beautiful. Apollo entwickelt sich und wird zu einem sehr coolen Mann, was ein bisschen zu viele Leute auf der Welt mögen. Das Spiel wartet auf uns. Hatte damals nur gedacht, es kommt Gen 5 Remake, aber wurde mit ZA positiv überrascht. Ja, wir alle. Wir haben es gleich. Ich würde gern sagen, dass wir dann komplett fertig sind, aber es fehlen noch die drei, die ich in Oras im Moment nicht haben kann. Mewtwo und hier Kadabra mit Simsalanit. Und dann waren es das alles, dann muss ich die noch wieder zurücktun und dann fertig. Aber angekündigt wurde ein Gen 5 Remake noch nicht, oder? Nee, nicht ansatzweise. Ganz ehrlich, ich würde mir noch nicht mal so hundertprozentig sicher sein, dass das jemals überhaupt kommt. Gen 5 war ein riesiger Flop. Geldtechnisch gesehen für Pokémon. Schlecht verkauftesten Spiele. Vielleicht sagen sie sich, überspringen wir. Will eh keiner spielen. Ich hoffe nicht. Vielleicht wird es kein Remake. Remake. Vielleicht wird es irgendwas, was cooler wäre, oder? Ich brauche kein 1:1 Remake, dann spiele ich Schwarz-Weiß. Aber vielleicht wird es halt Schwarz-Weiß 3 oder Grau. Weißt du, einfach was Cooles, Neues. Was ein Gen 5 Remake ist. So wie Let's Go. Let's Go war ein Remake, aber nicht 1:1, sondern sehr viel neu drumherum gemacht und addiert und sowas. Nicht, dass ich Let's Go will, ich sag nur, es gibt auch andere Wege, als einfach nur ein Remake zu machen. Denkst du, dass Ilka nochmal was Pokémon-mäßiges machen wird? Ich hoffe nicht. Aber das weiß ich doch nicht. Okay, ich habe die alle.
nehme ich ein paar doppelte, wie zum Beispiel Tohaido. Das ist aber kein Tohaido Need, Tohaido. Nein. Und pack das Stolos zurück. Stalos? Stalos und Stolos, dass es die Namen gibt. Beide ist eigentlich eine Unverschämtheit. Zuhause in einem anderen Zuhause. Gewaltig. Ey, als damals, ne, machst die Top 4 in Johto, auf einmal kommt so ein Stalos. Nee, nicht mal. Es war Anemonia City gegen Jasmin. Auf einmal kommt dieses fette Stalos und du hast keine Chance. Das war geil. Was denn jetzt? Was mache ich denn jetzt darüber? Ich habe zu wenig Pokémon. Ich zeige euch gleich die Mega-Entwicklungsbox und dann wird euch einer abgehen. Das ist schon geil. Das ist nicht perfekt, weil die sind alle nicht im Pokéball und so ein Quatsch. Die sind einfach nur gefangen. Aber darum geht es da nicht. Es geht darum, das Feature von Gen 6 wenigstens einmal komplett ausgekostet zu haben. Und dann nehme ich noch Aufnahmen auf. Ich nehme Aufnahmen auf. Von jeder Mega-Entwicklung im Kampf. Wie die sich entwickelt, wie sie aussieht. Weil viele habe ich zum Beispiel, also ich weiß, wie die aussehen, aber ich habe sie noch nie im Kampf gesehen. Die meisten nicht, weil ich nie damit gekämpft habe. So, noch Simsala. Kann man eigentlich das Pikachu tauschen? Das hier? Das kann ich doch nicht tauschen, oder? Ich will es nicht probieren. Zeitverschwendung. Libeldra, Tangulos, Rizeros. Das sind alles Pokémon, die ich brauche für meinen Gen 6. Habe ich nicht irgendwelche Schrottdinger noch hier? Nein. Okay, in Weilmar kann ich jede Zeit nachfangen. Pipo vorhält. Hallo Mauri. Nein, geht nicht. Geht ja auch nicht auf Form. Ja, eben. Es sollte wirklich nicht gehen, oder? Außer wahrscheinlich zwischen zwei Oras spielen. Da geht's wahrscheinlich. Wahrscheinlich noch nicht mal da. Aber zwischen X und Oras geht's safe nicht. Wie ist es bei dir wieder alles fit? Nein. Scheiß Nebenhöhlen, schreckliche Kopfschmerzen. Ich hätte es auch gerne in Home. Vor allem hättest du dann müsste man es ja fünfmal sich holen, oder? Mit den verschiedenen Kostümen. Wie viele gibt es? 4 oder 5 Kostüme? Und das letzte Lucario Need. Und ich gebe her dafür. Ach, was weiß ich, Rizeros. Und das war's. Dieser Song ist toll. Okay. Hast was über Twitch-Emotes gelernt. Genauso wie Strubbelohr-Pichu. Ist auch sehr schade, dass es nicht geht. Ich hätte Bock. Allein wegen... Also ich habe ja nie HGSS gespielt. Ich habe immer nur die Originale gespielt. Aber wenn Strubbelohr-Pichu übertragbar wäre, wäre das für mich ein Grund, HGSS mal wirklich durchzuspielen. So, Beendung. Shame. Ja. Okay, du gehst weg. Du gehst weg. Du gehst an. Nein. HGSS ist ein schöner Remix. Die schönsten, möge man fast sagen. Aber Oras ist auch sehr gut. Hallo. Apropos Oras, wo bist du?
Hallo? Ey. Ich speichere mal lieber kurz. Wobei, Tausch wird immer gespeichert. Kannst du bitte funktionieren, Capture Card? Ich habe dich nie so schlecht behandelt. Du solltest nicht locker sein. Ich habe dich so gut immer behandelt. Komm schon. Wir sind doch fast am Ziel. Zu HGSS gab es auch den Pokewalker. Habe ich nie besessen. Oh Gott, please. Ich verstehe es vor allem nicht, warum es nicht geht. Ich nagel noch nicht, ich muss noch nicht mehr irgendwas so rum nageln, noggeln und wie sagt man? Nuggeln? Ruckeln? Entweder es geht oder es geht nicht. Hör auf, the Capture-Advice zu initiaten. Just do it. Ich will doch nur noch zeigen, was ich jetzt hab. Das war's, alles kaputt. Nur noch Switch ab jetzt. Mensch, wie einfach es die Leute haben, die einfach nur Switch die ganze Zeit spielen. Oder PC. Aber nein. Ich muss mich mit Technik aus dem 18. Jahrhundert rum. Ah, okay, nein! Ich kann ihn nicht bewegen. Lass mich doch das reinstecken, Gutes. Boom. Wir haben nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit dran rausgesteckt. Okay. So sieht ein Fast. Was? Fast perfektes Megabox. Die Megabox. Ja, man sieht es nur da unten in klein. Dianzinit, Phenontonit, Altarianit, Bibornit, Taubosnit, Pinsiennit, Gardevoirnit, Galagladinit, Garadosnit, Absolnit, Flunkkiefernit, Scarabornit, Stollosnit, Aerodactylonit, Meditalisnit, Zubirisnit, Kangamanit, Hundemonit, Undemonit, Ordochnit, Ampharosnit, Voltensonit, Schlappornit. Ich musste es bis auf Level 48 bringen, bis die dumme Freundschaft gekickt hat. Tohaidonit, Kamerupnit, die beiden kriegt man geschenkt von Magma und Team Aqua. Lamusnit, Rexblisanit, Banetnit, Banetnit, Banettonit, Banettonit tatsächlich. Desbutanit, Butalandanit. Und dann was tun wir rüber? Wo sind die überhaupt? Achso, hier, ne? Wo ist das Kaumalat? Wo ist das Kaumalat? Ah, hier. Es macht mehr Sinn zu sagen Despota Brutalanda Kaumalat. Das muss ich noch zum Kaumalat entwickeln. Knackrack entwickeln. Und dann haben wir hier Bisaflornit, Gluragnit X, Gluragnit Y, Turktoknit. Mewtwonit X, Mewtwonit Y. Aus jeweils X und Y gefangen. Und dann muss ich tatsächlich wieder die Normalos da unten weitermachen, weil die Box echt zu klein ist. Oder machen wir es so? Die besonderen spalten wir ab.
Sheroxnit. Also die Bad Boys. Sheroxnit. Es hat kein Item. Moment. Fast gleich Sheroxnit. Oh, Stalos hat auch keins, stimmt. Sheroxnit, Sheroxnit. Lucarionit, Simsalanit, Gengarnit und Stalos braucht noch eins. Das ist ganz unten. Warum auch immer. Stalosnit. Und das war's. Die einzigen Nits, die mir jetzt noch fehlen, die ich aber im Beutel habe, und die einzigen, die fehlen, und im Beutel aber habe, aber die Pokémon, die mir fehlen, sind Metagrossnit, Latiasnit und Latiosnit. Die einzigen drei, die ich noch nicht habe, weil ich die nirgendwo mehr fangen kann auf Gen 6. Deswegen werde ich sie wahrscheinlich in Gen 5 fangen und hochtransferieren, damit die auch so schön in dem Ordner sind. Mach ein Lied draus, das wäre so hässlich, das Lied, oder? Neat, neat, neat. Aber ja, das sind zwei Boxen, fast komplett gefüllt, nur mit Mega-Pokémon, beziehungsweise mit Pokémon, die alle ihren Megastein tragen. Die werden da drin bleiben, weil ich kann sie nicht auf Form packen, beziehungsweise wenn ich sie auf Form packe, verlieren sie alle wieder ihr Neat. Hätte ich Latios und Latias und Metagross nicht übertragen, hätte ich die noch. Aber ich habe sie übertragen, deswegen muss ich die nochmal neu holen. Aber ja, es ist echt ganz cool, die alle so zu haben. Alle so schön geordnet. Ich werde es vielleicht noch nach Pokédex-Nummer ordnen. Ah ja, Gewaldronit, Logognit und Sumpexnit. Die habe ich gestern gemacht. Ich habe einfach das Spiel dreimal neu gestartet. Warum sollst du nicht fangen können? Weil das so ist. Wie ich gerade gesagt habe, ich habe Metagross, Latios und Latias bereits im Spiel gefangen und auf Home übertragen. Und aus Home kriege ich es nicht mehr zurück zu hier. Also kann ich sie hier nicht mehr fangen. Ich müsste das Spiel komplett neu starten und bis zu dem Punkt spielen, wo ich Latias und Latios einen Metagross bekomme, was das Ende vom Spiel ist. Das mache ich nicht. Da geht schneller, wenn ich einfach die Pokémon aus Gen 5 in Gen 5 fange und hoch tue. Metagross ist einzigartig in Gen 6. Es gibt nur ein einziges Metagross und das wird dir gegeben von Malvenfroh, wie heißt der Typ? Der Rivale gibt dir ein Tanhell. Und mehr geht nicht. Zur Not Tanhell brüten. Ich hab kein Tanhell. Troy, genau. Du sagst, hey, du hast kein Tanhell, dann brüt dir doch eins. Dir ist bewusst, dass um ein Baby zu machen, brauche ich das Mutter und Papa. Ich kann nicht einfach Tanhell brüten aus dem Nichts. Wo soll ich denn Tanhell herkriegen? Man bekommt auch Tanhell geschenkt von Troy. Jaha! Aber es ist nicht mehr da. Das ist mein Spielstand aus meiner Kindheit, wo ich Oras gespielt habe. Kindheit heißt 25 wahrscheinlich. Ich habe Oras nicht neu angefangen. Und Troys Tanhell ist schlummert irgendwo oder ist wahrscheinlich sogar einfach gelöscht worden von mir. Gibt es kein Tanhell-Event? Ja, aber wenn es ein Tanhell-Event gibt, wie soll ich das denn kriegen? Es ist ein Event. Events sind vorbei. Nee, tatsächlich ist Tanhell gibt es ein einziges in Gen 6. Es gibt keins in X und Y, es gibt nur ein einziges von Troy. Sonst gibt es kein Tanhell in der ganzen sechsten Generation. Latios, Latias, Eon-Ticket. In Gen 3 oder wo?
Den Gen 6. Okay, und woher soll ich das Eon-Ticket bekommen? Leute, ich cheat nicht, sagte er, während er in die Anzeige im Spiel hat. Ich schlag gerade vor, dass ich cheaten soll. Okay, dann kann ich mir auch einen Knackrack, einen Metagross einfach ins Spiel rein cheaten. Eckchen. Grow up! Mein Freund sagte, es gibt eine Homebrew-App, wo man alte Events nachholen kann. Ja, das nennt sich Cheaten. Und das haben wir gemacht mit dem Dianzi. Streetpass, Multipass. Streetpass, okay. Früher Gen 3 ja noch krasser, bevor es nicht Blattgrün, Feuerrot oder Smaragd gab, gab es auch kein Ditto. Ist es so? Ja, so wie Regigigas und die Regis. Ohne das jeweilige andere gibt es das andere nicht. Was auch ein Paradox ist in Gen 4. Aus Gen 7 über Bank auf Gen 6 geht nicht. Du kannst nie rückwärts transferieren. Erst das erste Mal, dass du rückwärts transferieren konntest, war in Gen 9 mit Karmesin und Purpur. Das auch erst nach dem fetten 3.0 Update von Home konntest du von Karmesin auf Purpur auf Schwert und Schild transferieren. Das war das allererste Mal, dass du rückwärts transferieren konntest. Davor war es immer nur nach oben. Gen 6 auf Gen 7, aber nicht Gen 7 auf Gen 6. Eins, zwei, drei, vier. In Gen 1 konntest du zwischen Gen 1 und Gen 2 die ganze Zeit hin und her tauschen, das ging. Aber das ist ja kein Transfer, ich rede von Transfer, nicht tauschen. Okay. Aber das war's für heute. Wir sind quasi schon lange fertig. Also heute sind wir wirklich fertig jetzt, dank den Vivillons. Es hat funktioniert, ohne Probleme. First try, Vivillons. Ich werde noch hier dieses Latios und so, diese drei, die ich hier noch brauche, machen, um für die komplette Vollständigkeit Ding, aber das mit den Steinen zähle ich noch nicht mal wirklich dazu natürlich. Ich werde es im Video natürlich zeigen, wie ich es gemacht habe. Aber es gibt kein, wie ich es gemacht habe. Du sammelst einfach die Steine und fängst die Pokémon, fertig. Da ist null Witz dahinter. Aber zur Vollständigkeit mache ich das auch noch. Und wir haben die drei Roma, weswegen ich das Spiel dreimal durchspielen musste. Wir haben die drei Sanna-Pokémon-Starter. Und ansonsten habe ich einfach alle Pokémon gefangen und Vivillon war das geldlich aufwendigste. Und das war's. Ich muss jetzt was essen, denn ich nehme heute einen Podcast auf. Wenn er mich überhaupt reinlässt mit dieser nasalen Stimme. Ich geht schon. Ich mache noch eine Nasenspülung. Ich donner mir das Salz so richtig tief ins Gehirn rein. Wo ist mein Spirit-Pokémon? Im Arsch stecken geblieben. Hier. Ah, warum passiert sowas? Die Chance ist 1 zu 1025. Warum bist du ein fucking Tannhell jetzt, Mann? Wir hatten heute schon mal Tannhell als Zettel. Und wir reden die ganze Zeit über dummes Tannhell. Dass es das nur einmal gibt in Gen 6. Vom dummen Troy. Der ist cool. Troy ist cool. Seid ihr das Quiz gelaufen? Gut, wir sind dann umgestiegen auf eine komplett andere Software und haben nicht Discord benutzt. Ich bin wie immer Zweiter geworden. Ich werde immer bei sowas irgendwie Mittelfeld. Also war sehr lustig. Wir nehmen am Donnerstag direkt noch eine Folge auf. Hase mit Hut. Geht auf den YouTube-Kanal Hase mit Hut. Er hat ganz viele Nuzlocks, die er macht mit Leuten, aber auch Quizzes, wo ich schon öfter dabei war und die wirklich unterhaltsam sind. Zumindest mitzumachen. Aber vielleicht auch für euch zum Zuschauen. Dankeschön fürs Dasein. Übermorgen wahrscheinlich oder Freitag spätestens Deoxys Video auf YouTube. Es wird phänomenal. Erzählt es allen, selbst eurer Oma. Und Opa und dem Schwager und dem Hausmädchen und eurem Barista. Aber bis dahin,
Sag ich tschüss. Ich weiß nicht, ob ich morgen online komme. Es gibt nichts mehr zu tun. Außer Shiny Hunten, wie immer. Aber ich muss auch viel packen und so. Hasta la Barista. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Genau, gute Nacht, schlaf gut. Ciao, du hast ihn nicht gefunden. Der Hase mit Hut. Nichts ist anders komisch geschrieben. Es ist einfach nur der Hase mit Hut auf YouTube eingeben. Tüdelü, tschüssi, 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 tschüss, tschüss, tschüss.